Gut, ich rede Sie ins Mikrofon.
Liebe KollegInnen, willkommen zurück von der Pause. Wir können die Sitzung jeweils erst starten, wenn wir beschlussfähig sind. Also kommen wir doch bitte amig um 16:30 pünktlich wieder zurück. Wir machen weiter mit den Fraktionserklärungen für die GFL-Fraktion, der Marcel Wüthrich. Frau Stadtratspräsidentin, Herr Stadtpräsident, Frau Gemeinderätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Zuerst mal ganz herzlichen Dank als Stadttheater für den Empfang, den wir hier geniessen haben. Und ich kann bestätigen, dass sich auch die Karnivorten Mitglieder von unserem Stadtrat zu helfen gewusst haben und sich prächtig haben gewusst zu verköstigen. Gut, jetzt zum Thema. Endlich soll es eine Stellvertretungsregelung geben. Es war am 28. April 2016, an meinem allerersten Sitzungstag im Stadtrat, wo ich die Motion 2016 auch im Vortrag erwähnt worden ist, für ein Stellvertretungssystem mit unterzeichnen konnte. Während meiner bisherigen 8 Jahre als Stadtrat hätte ich mir unterdessen ein paar Mal gewünscht, dass ich mir ein Timeout gönnen konnte, weil die Beanspruchung als Milizpolitiker phasenweise ich als übermässig hoch empfunden habe und die verschiedenen Termine mein Leben haben diktieren. Es sind also nicht nur offensichtliche Abwesenheitsgründe wie Mutterschaft, Krankheit, Unfall oder auch Ausbildung im Ausland, sondern sich bei einem mehrmonatigen Timeout sich vertreten hilft sehr oft die strapazierte Work-Politics-Life-Balance von uns Stadtratsmitgliedern zu verbessern. Wir begrüßen grundsätzlich von der GFL-Fraktion die vorgesehene Stellvertretungsregelung im Stadtrat, auch wenn wir in der Vernehmlassung leicht andere Positionen haben eingenommen. Insgesamt sind die Vorschläge, die vom Tisch liegen, aber ausgewogen und sie bedeuten eine klare Verbesserung, um veränderten Lebenssituationen von Stadtratsmitgliedern gerecht zu werden. Wir unterstützen von der GFL-Fraktion darum die Neuregelung gemäss Artikel 53a im RPH, das ist das Reglement über die politischen Rechte. Und es spricht für sich, dass zur konkreten... Darf ich bitte um Ruhe bitten? Merci vielmals. Merci, Valentina. Es spricht für sich, dass zur konkreten Lösung im RPR nur, am Anfang ist es ein Antrag, jetzt sind es 3 Anträge, eingegangen sind. Wir erachten die Möglichkeit, dass stellvertretende Ratsmitglieder auch in Sachkommissionen Einsitz nehmen können, als hilfreich, insbesondere für die kleineren Fraktionen, und unterstützen den Antrag 19 von der SBK. Der Antrag 18 von der Mitte, bei fehlenden Ersatzleuten das Nachmeldeverfahren nicht zuzulassen, unterstützen wir ebenfalls. Und auch der Antrag ALPDA als Tischvorlage unterstützen wir. Ich tue es nicht weiter begründen, weil das hat der Tom Berger vor der Pause schon sehr gut gemacht. Zusätzlich zur Erklärung im RPR wird jetzt aber auch eine Ergänzung von der GO noch nötig. Das sind die Artikel 41 und 42 und damit ist jetzt offenbar die Büchse von der Pandora für weitergehende Anträge geöffnet worden und die Einheit von der Materie ist auch nicht mehr so klar gegeben. Trotzdem, unter anderem, weil sie politisch nicht von schwerwiegendem Charakter sind, unterstützen wir die Anträge von der FiKo und auch die sprachlichen Anpassungen von der SBK, zum Beispiel zur Umbenennung vom Ratssekretariat in Parlamentsdienst, zu weiteren marginalen Anpassungen und zu geschlechtsneutralen Formulierungen, ausser die 2 Fälle. Weil gewisse Bedenken haben wir bei den SBK-Anträgen 2 und 17. Verursachenden Prinzip und verursachenden Gerecht soll es neu heissen. Ich habe im städtischen Sprachleitfaden nachgeschaut und beim Typ 7, wo es darum geht, zusammengesetzte Begriffe anders zu definieren, sehen wir, dass die Umsetzung jetzt doch ein bisschen unglücklich formuliert worden ist. Zudem ist das bekannte Verursacherprinzip ein juristischer Begriff. Insbesondere im Artikel 2 vom Eidgenössischen Umweltschutzgesetz steht da und Ähnliches gilt auch für das Wort verursachergerecht. Die GFL-Fraktion lehnt darum die 2 Anträge 2 und 17 grossmehrheitlich ab. Das Traktandum lautet bekanntlich Stellvertretungsregelung im Stadtrat.
dass die ALPDA, die dafür notwendige Georevision zum Anlass nimmt, einen gewichtigen, sachfremden Antrag Nummer 11 in die Vorlage hineinzuschmuggeln, auch wenn sie das als separate Frage auch wieder in einer Volksabstimmung zur Vorlage stellen, das empfinden wir schon als recht dreist. Wenn schon die Erhöhung von 5 auf 7 Gemeinderatsmitgliedern gefordert wird, dann wird ich persönlich beispielsweise auch die Frage zur Umstellung vom Proporz ins Majorzverfahren auf der Agenda gesehen. Und das allein bringt sicher wieder eine Reihe von ganz weiteren Abklärungen mit sich. Sättig weitgehende Anträge gehören seriös abgeklärt, im Rahmen eines regulären parlamentarischen Vorstoss. Für die Motivation dieses Anliegen haben wir grundsätzlich aber Sympathien und darum könnte man sich auch vorstellen, dort mitzumachen. Aber ganz unabhängig vom Inhalt lehnen wir diesen Antrag heute ab. Dann zur beantragten Abschaffung der Richtlinienmotion, das wäre der Antrag 9 ebenfalls von LPDA. Hier einfach zur Erinnerung, das Instrument der Motion ist dazu da, um den Gemeinderat zu beauftragen, ein Reglement oder eine Finanzvorlage zu erarbeiten, wo die Regelung in die Kompetenz des Stadtrats fällt. Welche Kompetenzen das sind, das regelt die GEO. Nämlich, das sind alle Aufgaben, die in der GEO nicht dem Stadtrat oder einem anderen Organ zugeschrieben wird. Das ist der Artikel 93 Absatz 1 der GEO. Das Problem liegt nicht nur beim Gemeinderat und der tut tatsächlich seinen Beurteilungsspielraum für Richtlinienmotionen zu breit auslegen, sondern das liegt vor allem auch beim Stadtrat selber, was sich immer wieder weigert, sich selber zu kontrollieren und formal falsche Vorstösse zulässt und sich nebenbei auch noch gerade einen gigantischen Pendenzenberg aufgebaut hat. Würde der Stadtrat den Weg zur Selbstbeschränkung wählen und dem Büro die Kompetenz geben, formal falsche Vorstösse zurückzuweisen, dann wäre die Richtlinienmotion de facto abgeschafft. Aber es braucht halt Mut und der Wille zu mehr inhaltlicher Kompetenz, nämlich durch mehr formale Kompetenz. Wenn man die Richtlinienmotion in der GEO abschaffen will, dann müsste man die Kompetenzregelung zwischen Stadtrat und Gemeinderat ändern und sicher nicht primär den Artikel 59. Und im Übrigen bleibt der Motionärin und Motionär vom Gemeinderat als Richtlinie deklarierte Motion in ein Postulat umzuwandeln. Wir lehnen darum auch diesen ALPDA-Antrag ab. Und wenn es so weit kommt, wie ich es gesagt habe, dann schlägt die GFL-Fraktion auch den Verzicht auf eine zweite Lesung vor. Nämlich, damit die Stellvertreterungsregelung auch im Interesse von einer verbesserten Work-Politics-Life-Balance für uns Staatsratsmitglieder rechtzeitig zur neuen Legislaturperiode in Kraft treten kann. Merci. Merci, Marcel. Dann hat das Wort Nathalie Bertsch für die GLP-JGLP-Fraktion. Sehr verehrte Stadtratspräsidentin, geschätzte Stadtratskolleginnen und Kollegen, ich freue mich, mein erstes Votum im Stadtrat zu einer Herzensangelegenheit zu halten, nämlich die Vereinbarkeit von Leben, Arbeit und politischem Engagement. Das Thema ist bei uns in der Fraktion auch hochaktuell. Wie ihr sehen könnt, sind bei uns links und rechts die Sitze frei, weil Deborah und Salome im Mutterschutz sind und für die nächsten Sitzungen ausfallen werden. Und das ohne Ersatz. Ein politisches Amt kostet Energie und Zeit und ist in manchen Lebenssituationen schwieriger vereinbar als in anderen. Und das unabhängig vom Geschlecht. Ich kenne dies persönlich nur zu gut. Allerdings hat es bei uns eine Stellvertretungsregelung zu Hause gebraucht, damit Maurice und ich beide gemeinsam an Stadtratssitzungen teilnehmen können, da unsere beiden Söhne mit 4 und 2 doch noch zu jung sind, um alleine zu Hause zu bleiben. Wir haben eine gute Lösung gefunden und hoffen, dass dies weiter funktionieren wird. Dennoch bleibt ein Stadtratsmandat, insbesondere für alleinerziehende Eltern, eine große Herausforderung, obwohl genau ihre Stimmen dem politischen Prozess guttun würden. Die vorgeschlagene Stellvertretungsregelung im Stadtrat erscheint uns ein guter Weg, um den Konflikt zwischen persönlicher Verwirklichung und Wirken im politischen Amt sowie dem berechtigten Anspruch der Wählerinnen auf kontinuierliche Repräsentation zu lösen.
Wir stimmen allen Anträgen der SBK und FIKU zu. Die Anträge der AL dagegen sind aus unserer Sicht etwas sachfremd und auch zu kurzfristig eingetroffen, um seriös geprüft zu werden, und wir werden sie deshalb ablehnen. Wir möchten bei der Stellvertretungsregelung insbesondere zwei Punkte positiv hervorheben. Aus liberaler Sicht unterstützen wir, dass keine Begründung für eine Stellvertretung genannt werden muss. Der Grund für eine Stellvertretung sei dies Mutterschutz, Krankheit, aber auch Trauer oder einfach die Chance in Ausbildung oder Beruf, ist immer sehr persönlich. Sich in einer solchen Situation rechtfertigen oder beweisen zu müssen, ist ein unnötiger Eingriff in die Privatsphäre. Auch soll diese Regelung mit einem Vorschussvertrauen umgesetzt werden und nicht vorbeugend für eventuelle Missbräuche mehr Aufwand bei der Verwaltung generieren. Wir freuen uns, dass der Vorschlag der GLP, dass sich ein Stadtratsmitglied pro Legislatur während maximal 12 Monaten vertreten lassen darf, umgesetzt wurde. Dies verspricht maximale Flexibilität und minimaler administrativer Aufwand, zumal Ersatz aus der bestehenden Wahlliste genutzt wird. Nach all dem Lob noch zwei kritischere Bemerkungen. Ich habe es heute Morgen nachgeschaut. 1972 sind die ersten 10 Frauen in den Stadtrat gezogen. Und heute, genau 52 Jahre später, diskutieren wir eine Lösung zur Stellvertretung, die nicht nur Frauen betrifft, aber die Frauen im Besonderen betrifft. Besser spät als nie, aber dennoch der Aufruf, weiter an kreativen Lösungen in diesem wichtigen Bereich zu arbeiten. Ein weiterer Punkt ist, dass die nationale Regelung des Erwerbsersatzgesetzes nicht vereinbar ist mit der Stellvertretungsregelung. Das heißt, wer nach der Geburt des Kindes am Stadtrat teilnehmen will und auf eine Stellvertretung verzichten möchte, verliert den Anspruch auf Erwerbsentschädigung. Wir bedauern dies, aber dafür müsste national eine andere Lösung gefunden werden. Auf städtischer Ebene sehen wir derzeit keinen besseren Weg als die Stellvertretungsregelung. Merci für eure Aufmerksamkeit. Merci, Nathalie. Dann hat das Wort Barbara Keller für die SP-JUSO. Liebe Anwesende, die Mitglieder vom Stadtrat sollen sich künftig bei längerfristigen Verhinderungen, das heisst mindestens 3 und höchstens 6 Monate, können vertreten. Das Ziel der neuen Regelung ist, die Vereinbarkeit von einem Parlamentsmandat mit Familie und Beruf zu verbessern. Viele von uns sind gefordert, Berufsleben, Familie, Politik, vielleicht noch anderes Engagement irgendwie unter einen Hut zu bringen. Unser Stadtratsmandat bindet viel Zeit und Ressourcen, was eine enorme Herausforderung sein kann. Das kann dazu führen, dass man gesundheitlich, beruflich oder aus privaten Gründen ausfällt. Heute ist es so, dass eine Person, die zum Beispiel ein Kind bekommt, nicht ersetzt wird und eine Vakanz entsteht. So fehlen auch heute mehrere Leute, weil sie eben im Mutterschaftsurlaub sind. Andernfalls würden diese Personen ihre Mutterschaftsentschädigung heute noch automatisch verlieren. Man wird quasi also vor die Wahl gestellt, ob man seine Fraktion durch eine Abwesenheit schwächen oder ob man, wenn man eben mehrere Monate ausfällt, oder ob man die Politik ganz aufgeben und aus dem Stadtrat zurücktreten. Die SP-JUSO-Fraktion spricht sich ganz klar für die Stellvertretungsregelung und somit für die vorliegende Vorlage aus. Wenn ein gewählter Stadtrat oder eine gewählte Stadträtin für längere Zeit verhindert ist, infolge Mutterschaft, Krankheit oder sonstige private oder berufliche Gründe, muss es doch eine Möglichkeit geben, sich zu vertreten. Damit können wir die Politik in der Stadt Bern ein bisschen zugänglicher und auch inklusiver gestalten. Ich komme jetzt zu den Anträgen. Wir werden alle SPK-Anträge, ausser Antrag 19, zu dem komme ich dann auch nochmal, annehmen. In den übrigen Anträgen geht es um sprachliche Anpassungen, wo es darum geht, den Sprachleitfaden von Stadt Bern umzusetzen. Es geht um Begriffe, richtig zu gendern, um Aktualisierungen und Vereinfachungen. All diese Anträge können wir annehmen. Jetzt komme ich zu Antrag 19 von der SPK. In der Vorlage vom Gemeinderat ist vorgesehen, dass die stellvertretenden Stadtratsmitglieder nicht Einsitz im Büro oder in den Kommissionen vom Stadtrat nehmen können. Der SPK-Antrag will die Regelung aufweichen und schlägt vor, dass die Vertretung in Sachkommissionen möglich sein soll. Hier folgt die SP-JUSO-Fraktion am Gemeinderat. Für die Stellvertretungen in den Sachkommissionen haben wir bereits StellvertreterInnen gewählt. Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, die Vertretungen hier nochmal zu übersteuern. In den Kommissionen ist es wichtig, dass eine gewisse Kontinuität vorhanden ist,
damit sich die Leute auch wirklich vertieft mit den Themen befassen können. Zu den FiKo-Anträgen. Die behandeln angesammelte Änderungen zum Thema Organisation und Finanzen. Hier werden wir ebenfalls alle Anträge annehmen, ausser Antrag 6. Wir haben den in der Fraktion lang und ausführlich diskutiert. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir es sinnvoll finden, wenn Nachkredite immer durch den Stadtrat kommen. Somit wird das Parlament und auch die Öffentlichkeit transparent über Nachkredite informiert. Für uns ist es doch wichtig, dass es eine gewisse Rechenschaftspflicht gibt, wenn es eben zu einem Nachkredit kommt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Kommissionssitzungen nicht in Fraktion vorbesprechen, Stadtratssitzungen aber schon. Uns scheint es wichtig, dass die Meinungsbildung bei Nachkrediten in Fraktion möglich sein, auch wenn man nicht in einer Kommission sitzt. Ich komme jetzt noch zu den Anträgen von ALPDA. Wir werden Antrag 9 annehmen. Hier geht es darum, die Richtlinienmotion als Instrument abzuschaffen. Richtlinienmotionen betreffen Kompetenzbereiche der Exekutive und sind darum gegenüber richtigen Motionen für den Gemeinderat nicht bindend. Das heisst, wird eine Richtlinienmotion erheblich erklärt, liegt es im Ermessen des Gemeinderats, ob er irgendetwas macht oder nicht. Aus unserer Sicht spricht aber hier nichts dagegen, das Instrument zu streichen, weil das Postulat eigentlich als Prüfauftrag genau das auslösen soll, wie eine Richtlinienmotion. Hier gibt es aber zudem den Vorteil, dass der Prüfungsbericht dann auch angenommen oder abgelehnt werden kann. Und das gibt es eben bei Richtlinienmotionen nicht. Wir sind dafür, die Kompetenzen vom Stadtrat zu stärken und nehmen darum den Antrag an. Zu Antrag 11 von ALPDA. Es ist kein Geheimnis, dass die SP-JUSO-Fraktion befürwortet, den Gemeinderat von 5 auf 7 Mitgliedern zu vergrössern. Einzelne Direktionen sind sehr umfangreich geworden und erfüllen eine Fülle von wichtigen Aufgaben, die kaum mehr unter einer Direktion vereinbar sind. Wir haben den Willen für eine Vergrößerung des Gemeinderats auch bereits ausgedrückt, indem wir eine Planungserklärung formuliert haben. Da hat aber der Gemeinderat bis jetzt nichts gemacht. Wir haben auch nicht mehr gehört, was das Anliegen betrifft. Darum werden wir in den nächsten Wochen auch eine Motion einreichen, die den Gemeinderat auffordert, eine entsprechende Vorlage vorzulegen. Die Frage jetzt aber auch noch in dieser Revision zu behandeln, wo die Einheit von Materie, wir haben es von meinen Vorrednerinnen bereits gehört, angezweifelt wird, erscheint uns nicht sinnvoll. Wir möchten die Frage der Grösse des Gemeinderats separat diskutieren können. Wir haben auch das Gefühl, dass es wahrscheinlich sogar eine Vernehmlassung wird brauchen. Wir werden den Antrag deshalb heute ablehnen, was nicht heisst, dass wir nicht für 7 Gemeinderäte sind. Aber heute konzentrieren wir uns auf die wichtige Vorlage für Stellvertretungsregelung und den Erfolg, die Vorlage heute hoffentlich zuhanden der Stimmbevölkerung zu verabschieden. Merci, Barbara. Als nächstes kommt Franziska Geiser für die GBJ-Fraktion. Guten Abend. Die Fraktion GBJ ist froh, dass das Stellvertretungsreglement jetzt ausgearbeitet ist und hoffentlich auch gleich in Kraft tritt. Vereinbarkeit ist ein Thema, das wahrscheinlich für alle von uns etwas Schwieriges ist. Die meisten von uns haben Berufe, viele haben Kinder, engagieren sich in Vereinen oder Verbänden, haben zu tun mit Eltern, Freundinnen, Nachbarinnen. Vereinbarkeit ist aber nicht nur für uns aus persönlichen Gründen wichtig. Es geht bei diesem Thema auch um eine demokratiepolitische Frage. Wer kann überhaupt ein politisches Mandat übernehmen? An welchen gesellschaftlichen, politischen, sozialen Bedingungen ist das Privileg, politisch Einfluss zu nehmen, geknüpft? Das Stellvertretungsreglement ist in Bezug auf die Frage sicher kein Wundermittel. Unser Parlament bleibt eine ziemlich ausschliessende Institution. Grundsätzlich natürlich für alle Menschen ohne Schweizer Bürgerinnenrecht, aber auch für Armutsbetroffene, für Menschen mit Behinderungen, für alleinerziehende Eltern ist die Hürde, in einem Parlament mitzuarbeiten, hoch. Jetzt, gegen Ende der Legislatur, wird Vereinbarkeit vor allem wieder in Bezug auf die hohe Fluktuation diskutiert. Natürlich ist fehlende Vereinbarkeit nicht der einzige Rücktrittsgrund gewesen, aber es sind trotzdem einige, die genau aus diesem Grund zurücktreten. Und ja, Mutterschaft muss kein Grund für einen Rücktritt sein, er ist es aber halt doch häufig. Wir hoffen, dass das Stellvertretungsreglement Mütter und Eltern dazu motiviert, quasi einen Mutter- oder Elternschaftsurlaub zu beziehen und im Rat zu bleiben. Wir finden es aber auch gut, dass das Reglement offen ist in Bezug auf die Gründe einer Stellvertretung. Das Stadtratsmandat wird so auch besser vereinbar mit
berufliche Engagement, Weiterbildungen und es gibt natürlich auch traurige Gründe, die eine Stellvertretung könnte nötig machen könnte. Krankheit oder Pflege von kranken Angehörigen oder Freundinnen. Wir sind sehr zufrieden damit, wie das Stellvertretungsreglement jetzt ausgestaltet worden ist. Die Mindestdauer ist zwar höher als in der Motion von 2020 gefordert, 3 Monate als Mindestdauer ergeben aber Sinn. Bei 2 Monaten müsste die vertretende Person für ziemlich wenige Sitzungen sich einarbeiten, je nachdem, wenn noch Ferien in diesen 2 Monaten liegen. Gut finden wir auch, dass sich ein Ratsmitglied auch mehrmals in einer Legislatur vertreten kann. Kinder zum Beispiel können ja auch mehrmals pro Legislatur auf die Welt kommen. Auch gut finden wir, dass die Stellvertretung analog zum Nachrücken im Stadtrat ausgestaltet ist. Die Chance besteht so, dass die stellvertretende Person selber einmal Ratsmitglied wird. Das heisst, im besten Fall kann eine Stellvertretung gleichzeitig auch eine Einführung in die spätere Ratsarbeit sein. Auch sinnvoll finden wir, dass die Fraktionen, die keine Ersatzleute mehr auf der Liste haben, können nachnominieren. Das kann vor allem für kleinere Fraktionen schon noch entscheidend sein. Auch der Mechanismus, dass die Stellvertretungsdauer nur einem vertretenen Ratsmitglied an die Amtsdauer anzurechnen ist, gibt Sinn. Die Stellvertretung findet ja auch in der Amtszeit von diesem Ratsmitglied statt. Wir hoffen, dass die Umsetzung jetzt zügig vorangeht und das Stellvertretungsreglement sehr gleich in Kraft tritt. Ich komme zu den Anträgen. Der SPK-Antrag, der fordert, dass die Stellvertreterinnen in den Fachkommissionen Einsätze nehmen können, lehnen wir ab. Barbara hat es schon gesagt, es gibt ja für die Fachkommissionen ein Stellvertretungssystem. Wegen dem ist es nicht nötig, das wie doppelt zu machen. Auch den Antrag von Mitte lehnen wir ab. Wir finden es sinnvoll, dass ohne Stellvertreter kann nachnominiert werden. Wie ich schon gesagt habe, für kleine Parteien kann das schon entscheidend sein. Wir lehnen alle SPK-Anträge ab und wir lehnen auch alle FICO-Anträge ab. Inhaltlich sind wir mit all diesen Anträgen einverstanden. Bei Diskussionen in der Fraktion sind uns aber Unstimmigkeiten aufgefallen. Ohne vertiefte Suche, sondern einfach so beim Drüberschauen haben wir gesehen, dass zum Beispiel die genderneutrale Umformulierung manchmal vermerkt ist, manchmal halt auch nicht. Wegen dem möchten wir lieber den Weg einschlagen, die ganze GO redaktionell zu überarbeiten und zwar so sorgfältig, dass nachher die Arbeit wieder für ein paar Jahre erledigt ist. Wir wollen vor allem so das Risiko verhindern, dass die Abstimmung um das Stellvertretungsreglement verzögert wird. Auch die ALADP-Anträge lehnen wir ab. Die Fraktion GBJ hat selber schon gefordert, dass die Richtlinienmotion abgeschafft wird. Das geht halt wegen übergeordnetem Recht nicht. Dass der Gemeinderat wieder auf 7 Personen erweitert wird, finden wir auch gut. Wir finden aber, es ist demokratiepolitisch ein bisschen eigenartig, wenn eine solche Forderung einfach in eine Reglementsänderung, die ein ganz anderes Thema hat, gepackt wird. Da braucht es auch schon noch ein bisschen breitere Diskussionen. Oder der neue Antrag von ALP, den lehnen wir ab, wir haben keine Zeit mehr gehabt, darüber zu reden. Das heisst, wir nehmen das Stellvertretungsreglement an, wir lehnen alle Anträge ab und wir hoffen so, dass es gleich in Kraft treten. Danke, Franziska. Dann kommt Raphael Jocchi für die ALPDA-Fraktion. Werte Anwesende, die ALPDA-Fraktion begrüßt die Stellvertretungsregelung, so wie sie jetzt ist gekommen. Es ist eine lange Forderung von uns. Mit der Motion von 2016, also im April, dann, hat man einen ersten Wurf gewagt. Der wird jetzt da von Einzelnen ein bisschen als unvollständig charakterisiert, aber ist immerhin schon ein Zeitchen alt. Und es ist tatsächlich auch in unserem Sinn gediehen, das Projekt. Und wir sind sehr zufrieden mit der Ausgestaltung, wie das jetzt kommt. Es ist uns eigentlich auch wirklich sehr wichtig, dass jetzt zügig und ohne Umschweifen passiert. Ich glaube, was wir gegenüber Teilen im Rat nicht so eng sehen, ist mit der möglichen Verzögerung durch eine Stimmrechtsbeschwerde oder etwas, was eigentlich immer passieren kann. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel heute uns nicht entschliessen können, das in der ersten Lesung schon zu verabschieden, gehen wir davon aus, dass sich das dann um 3 bis maximal 6 Monate verzögern würde. Wir glauben eigentlich jetzt schon, dass es sportlich wäre, wenn es am 1. Januar so kommt, dass es überhaupt noch länger würde, selbst wenn man es heute verabschieden würde. Und wir finden auch so ein bisschen, ja gut,
gerade die Anträge, die da zum Teil drin sind, kann man sich darüber streiten, es sind längst nicht alle vielleicht gleich wichtig oder vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Aber es hat durchaus jetzt gerade von der Kommission Anträge, wo wir finden, dass es jetzt Gelegenheit ist, ihre Geoteilrevision die zu machen. Stellt euch vor, wir würden wieder 8 Jahre warten für eine Geo-Teilrevision der 5 Jahre oder 3 Jahre auch. Es ist einfach tatsächlich auch eine Notwendigkeit, dass man Geo immer mal wieder updatet, dass man die revidiert. Und das sehen wir als Fraktion eigentlich als essentiell. Wie auch immer, wir haben eigentlich 3 Themen, sind hier auch schon viel darauf eingegangen worden, wo wir also 3 Anträge eigentlich letztendlich, oder Antragsgruppen. Ich fange mit dem unkontroversesten an, nehme ich mal an, nach den Worten, die wir jetzt gehört haben. Und das war der kurzfristig. Nochmal Entschuldigung, dass der so kurzfristig ist gekommen. Ich gehe jetzt da nicht mehr gross auf Details ein. Für uns als kleine Partei ist es sicher sehr zu begrüßen, wenn wir nicht nur einmal können, für uns für eine Stellvertretung entscheiden und die ausschliessen, dass wir dann nie mehr für die Legislatur können, eine Stellvertretung annehmen. Das würde der Antrag, wie wir ihn stellen, würde heissen, man kann jedes Mal wird man wieder neu gefragt. Das würde auch ein bisschen dem Antrag von Mitte zu teilen, auch zumindest ein bisschen entgegenkommen mit dieser Befürchtung. Das würde heissen, dass man zumindest in Bezug auf Stellvertretungen nicht so schnell müsste Nachmeldungen machen. Das nachher, ja. Du weißt, was ich meine. Genau, ich würde zu dem nicht mehr viel mehr sagen. Nachher, sicher schon ein bisschen kontroverser, ist der mit der Richtlinienmotion zu streichen. Also da gibt es einiges zu sagen. Sicher jetzt mal auf meine Vorrednerin, also im Gegensatz zu dem Antrag, den das GEB dann gestellt hat vor 5 Jahren, ist es nicht so, dass mir jetzt jede Motion plötzlich eine echte Motion soll sein. Das wäre tatsächlich das Zerbrechen von Gewaltenteilung. Das geht so natürlich nicht. Was wir wollen, ist, dass nur noch echte Motionen Motionen sind. Und wenn man jetzt vorher zum Tom geht, beispielsweise zum Vize in dem Moment, und klassische Richtlinienmotion reingibt, dann würde es dann dort eigentlich heissen, nach einer schnellen Prüfung, das kann man schnell prüfen, das ist nämlich ein formales Kriterium, hey, tu das bitte wandeln, das ist eigentlich ein Postulat oder Umschreiben. Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt von dem Problem mit dieser Richtlinienmotion. Wir können es schon, wie der Marcel sagt, eigentlich selber ein bisschen zurücknehmen. Aber es ist selbst aus diesem Votum heraus noch nicht ganz klar geworden, was, wie formal das Kriterium eigentlich ist zur Richtlinienmotion. Wenn ihr eine Richtlinienmotion zu einer echten Motion machen müsst ihr einfach das Sätzchen herschreiben vor dem Punkt, den ihr fordert, es soll eine rechtliche Grundlage geschaffen werden und nicht etwa eine Massnahme ergriffen. Oder es soll über 300'000 Franken ausgegeben werden, für eine Massnahme zu finanzieren. Dann wird es eine echte Motion. Ich behaupte mal, es ist mehr oder weniger 30 Sekunden weiss, ob es eine echte Motion wird sein oder eine Richtlinienmotion. Ich glaube nicht, dass es ein politischer Entscheid ist. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der Gemeinderat hier sich sukzessive mehr Spielraum bei der Interpretation, ob das eine Richtlinienmotion ist, gibt. Es ist tatsächlich ein formelles Kriterium. Und die Tatsache, dass das hier im Rat scheinbar noch nicht alle wissen, auch heute Abend vielleicht noch etwas Neues, das wir vorher erklärt haben, ist eigentlich schon Grund genug, die Richtlinienmotion zu beerdigen. Weil es ist einfach Unsicherheit da. Die Leute verstehen nicht, wie sie eine echte Motion machen können zum Teil. Und es ist in jedem Fall einfach eine Richtlinienmotion ist einfach ein schlechtes Postulat. Weil ein Postulat könnt ihr wenigstens noch zurückweisen. Eine Richtlinienmotion ist ein Begründungsbericht, der landet im Dungeon vom Erlacherhof und vermodert dort bis am Ende seiner Tage. Je nachdem. Der Gemeinderat muss es nicht mal bei einer Planungserklärung muss er noch wenigstens noch sagen, dass er es nicht macht. Bei einer Richtlinienmotion können wir darüber reden. Es ist medienwirksam hier sozusagen durchdiskutiert worden, Stichwort Ratseffizienz. Aber es ist nicht klar, ob überhaupt irgendetwas irgendwann gemacht wird. Das ist im völligen Ermessen vom Gemeinderat. Und wenn wir das wollen, dem Gemeinderat etwas nachlegen, dass er es macht, dann ist das Postulat das geeignete Instrument. Wir müssen uns nicht 2 analoge Instrumente leisten, wenn wir sie nicht differenzieren können. Also ich bitte euch, es wäre wirklich eine clevere Lösung, die Richtlinienmotion zu streichen. Ich glaube, der Rat wird wirksamer, wir werden das Postulat aufwerten. Es ist nämlich nicht automatisch immer nur ein Bericht, ein Postulat. Es ist durchaus eine Massnahme zu prüfen in diesem Moment. Und ich glaube, dass wenn man heutzutage eine Massnahme geprüft haben, muss Motion vor dran stehen, sonst springt auch der Gemeinderat nicht mehr an, weil sonst hat man ja eine Richtlinienmotion gemacht. Ihr seht, es ist einfach diffus, es wird hin und her geschoben. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, wenn wir ein Postulat und eine echte Motion haben und nichts zwischendrin. Merci zu dem. Der Kontrovers ist sicher, die 7 Gemeinderatsmitgliederzahl auf 7 Mitglieder erhöhen. Das ist ganz klar für uns. Und aus dem vorher gesagten Punkt des Stellvertreterreglement auch eigentlich ersichtlich, dass wir das nur
natürlich würden wollen, wenn das auch redaktionell in der Abstimmungsbotschaft getrennt ist. Es ist sonnenklar, dass das nicht zusammengehört und das soll sicher nicht das Projekt von dieser GOT-Revision und von diesen redaktionellen Sachen, von der Stellvertretungssache und allenfalls von der Richtlinienmotion behindern, weil das ist eine Entscheidung im Gegensatz zu den anderen Sachen von Tragweite, wo man, wenn wir das heute Abend nicht machen, ich auch sehe, das kann man in einem gründlicheren Vernehmlassungsprozess machen. Wir sind davon ausgegangen, dass der Rat hier grossmehrheitlich dafür ist, den Gemeinderat auf 7 Mitglieder aufzustocken. Wir finden, man kann das redaktionell so trennen, 2 Abstimmungsfragen daraus machen und darum haben wir das hier eingegeben. Wird das nicht angenommen? Nicht schlimm, man kann eine parlamentarische Initiative daraus machen. In diesem Sinn, wir freuen uns, wenn der die Streichung, dass wir mehrmals Stellvertretung machen, wenn man es abgelehnt hat, annehmen. Wir freuen uns sehr, wenn die Richtlinienmotion streicht. Und wenn der Gemeinderat auf 7 weiter hochkommt, umso besser. Merci vielmals. Merci, Raphael. Dann kommt Milena Tafinov für die Mitte-Fraktion. Besten Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich außerordentlich, dass mein letztes Votum hier eins ist, das mich eigentlich seit meinem allerersten Stadtratsjahr begleitet, als ich schwanger geworden bin und ich habe 2 Kinder bekommen in den letzten 8 Jahren. Und beide Mal ist das Thema von der Stellvertretung ein riesiges Thema gewesen, das ich mit unzähligen, mittlerweile teilweise oder mehrheitlich auch nicht mehr anwesenden Stadträtinnen und Stadträten diskutiert habe mit dem Ratsbüro. Und am Schluss sind wir zu dem Vorstoss gekommen, der jetzt heute zu dieser Überweisung geführt hat, zu dem grossmehrheitlich, Gott sei Dank von uns allen hier im Rat unterstützten Vorstoss, der rein von dieser Elternschaft weggekommen ist, hin zu einer Stellvertretungsregelung, wie wir es heute haben. Wie wir anerkennen heute im 2024, dass wenn man die Vereinbarkeit nicht nur von Beruf und Familie, sondern von Politik, Familie und Beruf und von unserer Anwesenheit hier im Rat möchte hochhalten, dass es essentiell ist, dass wir uns darüber unterhalten, wie man sich kann vertreten kann. Und es ist schön zu sehen, dass da jetzt politische Einheit herrscht auf allen Seiten. In dem Sinn sind wir, ich glaube, in diesen 8 Jahren einen riesigen Schritt weitergekommen. Wir sind auch dahin weitergekommen, dass wir gemerkt haben, es geht nicht nur um Mütter, es geht auch um Väter, es geht um Krankheit, es geht um potenzielle Unfälle, die passieren können. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum jemand plötzlich ausfallen kann. Und man kann dann von einem Tag auf den anderen vor die Frage gestellt werden, ja, wer vertritt jetzt den Wählerwillen, wer vertritt mich hier im Parlament, wer drückt den Knopf und was hat das für einen Effekt auf den Rat. Ergo begrüßen wir als Mitte-Fraktion enorm die heute gefundene Einigung, die Stellvertreterregelung variiert natürlich ein bisschen von dem Wortlaut, den wir in der Motion hatten. Das ist aber durchaus okay. Wir stehen weiterhin voll und ganz dahinter. Ursprünglich wäre es eine Absenz gewesen von 2 bis 4 Monaten. Jetzt hat man sich geeinigt auf 3 bis 6 Monate. Wir sind froh, dass es eine Mindestdauer hat. Wir sind froh, dass es eine maximale Dauer hat. Dass es so nicht ein Je-Kamin werden kann, sondern eine gewisse Ordnung. Jetzt haben wir heute zahlreiche Anträge, die noch vorliegen. Ich möchte da relativ kurz werden. Und einfach grundsätzlich sagen, dass wir alle sprachlichen Änderungen, ob jetzt von FICO oder SPK, die werden wir annehmen. Für uns ist das alles in Ordnung. Vielleicht zu den eigenen Anträgen ganz kurz. Wir haben einen Antrag eingereicht, der möchte verhindern, dass man einfach ganz beliebig kann nachnominieren kann. Das hat den Grund dahingehend, dass wir doch möchten, eine gewisse Spielregelung auch da aufrechterhalten. Es gehen Leute auf eine Liste, die nominieren sich, die möchten Stadtrat werden. Und in der Reihenfolge von der Berücksichtigung, wie das wäre, wenn jemand aus dem Stadtrat zurücktritt, sollen auch die angefragt werden. Ursprünglich im Motionstext haben wir eigentlich nur den ersten und den zweiten Listenplatz wollen. Wir finden durchaus okay, es darf jeder auf dieser Liste angefragt werden. Vielleicht will der erste oder der zweite nicht oder wohnt nicht mehr in Bern oder was auch immer für Gründe es gibt. Aber wir hatten jetzt doch 1, 2 spezielle Fälle kürzlich gehabt, die demokratische Fragen aufgeworfen haben. Und wir finden es nicht okay, wenn dann die Liste fertig ist, dass man dann einfach ad infinitum und in völliger Willkür oder ja, was auch immer von der Partei kann nachnominieren. Weil dann haben wir dann plötzlich Fälle, dass eine Partei findet, ah, die doch alle verzichten und dann können wir da aus dem und dem Grund 2 Monate in Rat schicken. Das wäre dann wiederum schon ein bisschen demokratisch heikel. Und diese Situation wollen wir nicht. Also bleiben wir doch ganz konkret bei den Listen
und gehen der Reihe nach für Stellvertretungen. Und da gebe ich meinem Kollegen von der ALPDA recht, dann ist es durchaus auch im Sinn, dass man kann sagen, vielleicht zweimal, oder vielleicht hätte man im ersten Jahr nicht können, aber dann im dritten Jahr kann man. Lieber so, als dass eine Partei dann einfach kann sagen, ja, nein, unsere Liste kann jetzt nicht, die nicht, und wir nominieren irgendjemanden nachher. Aus diesem Grund werden wir diesen ALPDA-Antrag unterstützen und wir bitten um Unterstützung für unsere eigene. Ja, wir möchten aber heute Abend auch, es geht jetzt natürlich um die Gemeindeordnung, wir möchten auch, dass man nicht zu viel vermischt. Gerade in Bezug auf die Richtlinienmotion haben wir sehr, sehr viel Sympathie fürs Anliegen. Wir haben aber auch grosse Bedenken, dass man plötzlich Sachen könnte torpedieren könnte, wie die Stellvertretungsregelung, wenn man jetzt das noch mit reinnimmt. Insofern sind wir dort nicht geschlossen. Meine Kollegin Sibyl Eigenmann wird dazu noch ein separates Votum halten. Ja, wir möchten da nicht zu viel vermischen und aus diesem Grund auch von 5 auf 7 aufgehen, ist jetzt für uns heute Abend kein Thema. Aber ich danke allen herzlich, in allen Fraktionen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute die Stellvertretungsregelung hoffentlich so in Kraft treten lassen. Und wenn es eine zweite Lesung braucht, dann braucht es halt eine zweite. Es wäre aber schön, wenn wir es heute könnten verabschieden könnten. Weil es sind schon 8 Jahre vergangen und es wäre schön, wenn es nicht noch weitere 8 bräuchte. Herzlichen Dank. Merci vielmals, Milena. Dann kommt Sibyl Eigenmann, ebenfalls für die Mitte-Fraktion. Okay, hat es noch weitere Fraktionsvote? Dann sind wir bei den Einzelvoten. Sibyl Eigenmann. Guten Abend, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gemeinderäte, liebe Ratspräsidentin. Ich möchte noch schnell ein Einzelvotum halten zum ganzen Reglement und auch noch ein bisschen den Mahnfinger aufheben. Es ist mir nämlich, die ganze Diskussion ist mir etwas vergessen gegangen, nämlich Parlamentarierin oder Parlamentarier zu sein, ist kein Selbstzweck. Man macht das eigentlich nicht, um sich zu verwirklichen, sondern man ist Volksvertreterin oder Volksvertreter. Also man ist gewählt worden, man ist von den Wählerinnen und Wählern in den Rat gewählt worden, um die Meinung und Positionierungen der Wählerinnen und Wähler hier in einer Fraktion, im Rahmen von einer Fraktion in den Stadtrat so einzubringen. Wenn man diesen Gedanken zu Ende führt, dann haben eigentlich Sabbaticals, Weltreisen, Auslandssemester keinen Platz mehr in der Zeit, wo man eben Volksvertreterin oder Volksvertreter ist. Es bedeutet nämlich nichts anderes, dass man Prioritäten vom Wähler und von der Wählerin weniger wichtig erlegt. Dass zwar, man ist demokratisch gewählt worden, man hat den Aufwand betrieben, ist mal in den Rat reingehackt, aber irgendwie hat man wie gefunden, ich habe jetzt eigentlich lieber etwas anderes vor, ich möchte jetzt lieber ein bisschen Auszeit nehmen. Und ich rede jetzt da nicht von Mutterschaft oder von Krankheiten, das ist unbestritten, da sind wir uns alle einig. Ich möchte einfach den Mahnfinger erheben, dass es nicht ein Jekami wird, sondern dass man sich bewusst ist, welches Privileg das wir haben und wer wir eigentlich da vertreten. Eben nicht sich selber, nicht seine Hobbys und nicht, eben, dass es mal Spass machen kann, dabei zu sein, sondern dass man den Wählerwillen vertreten. Insofern, in dem Sinn auch unseren Antrag, dass man eben doch noch irgendwo so ein bisschen den demokratischen Willen weiterhin abbildet, wenn man Stellvertretung im Rat ernennt und dann auf der Wahlliste bleibt und nicht einfach irgendjemand, der zufälligerweise noch passen könnte, in diesen 3 bis 6 Monaten nominiert. Merci vielmals, dass ihr in dem Sinn, im Sinn von der Qualität und von der Glaubwürdigkeit vom Stadtrat, unseren Antrag diesbezüglich annehmt. Dann möchte ich noch ein Votum halten zu dem zum Antrag von ALPDA zu der Richtlinienmotion. Ich finde es super. Ich habe es zuerst falsch verstanden, aber ich bin auch froh um das Votum von Raphael Jocchi. Es ist etwas extrem Wichtiges eigentlich. Die Frage ist nur, hat es jetzt heute Abend Platz oder hat es in diesem Geschäft einen Platz? Ich bin sofort bereit, mit dir noch irgendeinen Vorstoß zu unterschreiben, nachzureichen mit dem gleichen Inhalt, weil ich finde wirklich, wir haben hier drin viel zu viele Richtlinienmotionen und man versteht den Unterschied auch nicht. Und am Schluss am Ende ist nachher der Gemeinderat die Schuld, wenn er sagt, es ist eine Richtlinienmotion. Nein, ist er nicht. Es ist einfach so, das ist eigentlich wie ein Instrument, das zu viel ist.
Raphael Jocchi hat sehr schön erläutert, ich habe für ihn zugelassen. Es ist nämlich wirklich das Postulat ist für so etwas da, wo wir eigentlich keine Kompetenz haben. Und es ist in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, sehr oft, dass wir da etwas durchgewunken haben als Richtlinienmotion und die Medien haben das nachher aufgenommen als Schlagzeile, der Stadtrat will, der Gemeinderat will. Und das ist einfach nicht wahr. Wenn wir eine Richtlinienmotion hier durchwinken, heisst das noch einfach noch gar nichts. Und dann müssen die Medien auch nicht mehr so reisserische Schlagzeilen verfassen, wie wir überwinden jetzt den Kapitalismus oder wir schaffen da oder da ab, weil es liegt immer noch in der Kompetenz vom Gemeinderat. Und das kann wirklich zu Verwirrung sorgen. Und insofern bin ich da voll Feuer und Flamme. Folge aber meiner Fraktion heute Abend, dass wir das nicht in diesem Rahmen behandeln. Merci vielmals. Merci, Sibyl. Gibt es weitere Einzelvoten? Der Alex Voitz. Ja, Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen, noch ganz kurz als Einzelsprecher. Mir hat der Marcel Wüthrich durchaus aufmerksam gemacht auf gewisse Bestimmungen, die ich als wirklich grammatikalisch grauenhaft schlecht finde. Wir werden dort auch sagen, die sollte man nicht reintreten. Ich möchte mich erinnern, ich habe fast schon mehrere Wochen oder Monate her, ich habe immer gesagt, die textliche Gleichstellung ist ein Blödsinn, wir haben das immer abgelehnt. Fluch der bösen Tat, die Texte sind praktisch nicht mehr lesbar. Möchten Sie noch präzisieren, hat der Denkscheider unserem Antrag zugestimmt, hat ihm diese Probleme jetzt nicht. Aber ich sage noch auch klar, ich gehe davon aus, dass es relativ chancenlos ist, wegen dem wir die gleichen Beschwerden einreichen, wenn plötzlich das Staatsgefühl hat, das sei der Grund. Ich finde es nach wie vor ein Blödsinn. Ich hoffe, wir werden eine Mehrheit finden, für das man doch in einer lesbaren Form das kann haben. Der zweite Punkt, ich möchte hier auch gerade Sibyl Eigenmann unterstützen, das ist Problematik Richtlinienmotionen. Ich habe auch immer gesagt, eine Menge Motionen durchgebracht, aber eine habe ich durchgebracht mit Mario Imhoff zusammen. Sogar zweimal die neue Gaspassage, dass man das so wieder zudecken soll. Die ist immer durchgekommen. Der Gemeinderat hat sich darum votiert. Und es ist wirklich, wie der Raphael Jogi hat gesagt, die Formulierung gefällt mir. Im Dönschen vom Erlacherhof tut die jetzt schlummern und vermodern. Darum biete ich da Hand, wie immer die Lösung ist. Und das schon im ersten Votum gesagt. Danke. Merci, Alex. Dann hat jetzt der Gemeinderat für den Gemeinderat den Alec von Graferit. Frau Stadtratspräsidentin, geschätzte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste, merci für die Debatte. Ich glaube, ich habe aus dieser Debatte heraus verstanden, was eigentlich auch keine Überraschung ist, ihr wollt die Stellvertretungsregelung. Stimmt das? Ihr wollt die Stellvertretungsregelung. Und wenn ich es auch richtig verstanden habe, sagt ihr, ihr wollt die Stellvertretungsregelung rasch. Stimmt das auch? Wir waren eigentlich gut unterwegs gewesen. Klar, es ist bei der Motion ein bisschen sehr lang gegangen. Die Motion aus dem Jahr 2016, aus dem Jahr 2020. Sie sind halt leider Gottes erst vor zwei Jahren überwiesen worden. Aber vor zwei Jahren sind die Motionen überwiesen worden. Und nachher hat man eigentlich ein sauberes Verfahren durchgeführt. Man hat ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Alle Parteien haben dort der Vorlage zugestimmt. Man hat eben auch eine sehr saubere Vorlage ausgeschafft gehabt. Man hat nachher eine Vorprüfung durchgeführt beim AGR. Und man hat nachher die Vorlage euch können vorlegen und es ist eine sehr eine gute Vorlage. Es ist möglich, der Raphael Jocke hat gesagt, zügig und ohne Umschweifen, ihr könnt die Stellvertretungsregelung haben, zügig und ohne Umschweifen. Aber dann dürft ihr nachher nicht die Vorlage noch mit irgendwelchen anderen Sachen anreichern. Wir haben eine Abstimmungsbotschaft, wir haben eine Vorprüfung vom AGR, es ist alles parat. Wir können die Abstimmung ansetzen auf den September und wir können auf die neue Legislatur die Stellvertretungsregelung in Kraft setzen. Das wäre eine saubere Sache. Aber ihr tut wegen sprachlichen Anpassungen und wegen weiteren Anpassungen tut ihr das Verfahren verzetteln, verzögern und es wird länger gehen. Andere Städte tun es überholen, Burgdorf, Thun tun es überholen mit der Stellvertretungsregelung und Stadt Bern, weil wir jetzt ein bisschen kompliziert tun. Werden die Vorlage
rauszögern und dann wird es irgendwie, also frühestens werden wir im nächsten März können darüber abstimmen und dann ist dann es in Kraft treten irgendwie vielleicht Ende vom Jahr 2025, anstatt dass man es super auf den 1. Januar könnte in Kraft setzen. Es geht nicht darum, es ist nicht der Herr Buchli, es geht nicht um einen Wetterbericht. Das ist der Martin Buchli, das ist ein guter Jurist und der ist gefragt worden, ist Einheit von der Materie verletzt oder ist Einheit von der Materie nicht verletzt? Er hat sich zu dem geäußert. Wenn er ihn gefragt hat, das müsst ihr machen, für dass es möglichst rasch geht, hat er gesagt, dann beschränkt euch beschränken auf die Stellvertretungsregelung, bringt die Stellvertretungsregelung als Vorlage, lasst darüber abstimmen und nachher habt ihr die. Und ich habe nicht verstanden, wie dringlich die anderen Anliegen sind, die ihr jetzt auch noch in die Vorlage reingepackt habt. Es geht nicht um ein Ratsreglement, es geht nicht um eine Verordnung, es geht um unsere Gemeindeordnung. Unsere Gemeindeordnung ist unser Grundgesetz, das ist unsere Gemeindeverfassung, wie die Bundesverfassung, wie die Kantonsverfassung, wie das deutsche Grundgesetz, das ist unsere Gemeindeverfassung, das ist das oberste Gesetz, das wir haben. Und bei diesem Gesetz lohnt es sich besonders sorgfältig sein, in der Gesetzgebung zu schauen, dass es nicht widersprüchlich ist. Das ist einfach auch ein bisschen peinlich, wenn wir ausgerechnet bei unserer Gemeindeordnung nachher anfangen zu pudern und in redaktionellen Übungen mit Anträgen, die irgendwie am Nachmittag eingereicht werden, nachher probieren, unser Grundgesetz, unsere Gemeindeverfassung hier anzupassen. Wir haben für das ein sauberes Verfahren, wir haben ja das saubere Verfahren auch durchgespielt für die Stellvertretungsregelung, wir haben es aber nicht durchgespielt für den ganzen Rest und das ist einfach nicht seriös, das muss ich euch hier sagen, das ist nicht seriöse Gesetzgebungsarbeit und ihr seid auch verpflichtet, mit eurer Wahl habt ihr euch verpflichtet, dass ihr auch sorgfältig legiferieren wollt und nicht unsorgfältig wollt arbeiten. Also wenn der Stadtrat heute Anträge annimmt, die nicht Bestandteil von der ursprünglichen Regelung waren oder die sich nicht auf die Stellvertretung beschränken, dann wird der Gemeinderat nochmal dazu können Stellung nehmen und dann finden wir, sollte er auch eine zweite Lesung nochmal durchführen und das wird natürlich das Verfahren noch einmal mehr verzögern. Aber je nachdem, wie der Antrag annimmt, werdet ihr sowieso noch eine zweite Lesung müssen machen oder mindestens die Abstimmungsbotschaft noch einmal müssen, aufnehmen. Ich sage noch etwas zu einzelnen. Es ist tatsächlich die Büchse von der Pandora geöffnet worden mit diesen Anträgen. Es sind teilweise tatsächlich nur kleine Anträge, aber ihr seht ja jetzt, was alles daherkommt bei diesen Anträgen. Vielleicht zu der Richtlinienmotion. Man kann die Richtlinienmotion gerne haben oder nicht, aber es ist wichtig, dass man sie versteht. Es ist, wie richtig ist gesagt worden, es ist nicht kompliziert. Und ich könnte die Richtlinienmotion schon abschaffen. Es gibt andere Parlamente, die das haben. Dort sind es unechte Motionen, die unzulässig sind. Aber es gibt einfach einen neuen Konflikt hier drin. Und das ist der Konflikt mit eurem Vizepräsidium. Ihr wisst haargenau, wie viel das gekehrt wird, schon nur wegen kleinen Anfragen. Es ist leichthin gesagt worden, ja, dann werden sie einfach nicht entgegengenommen vom Vizepräsidium, oder? Also viel Vergnügen, er hat zwar keine persönliche Erklärung abgegeben, aber ich finde, fragt alle Ratspräsidien, die vorher auch mal Vizepräsidentinnen, Vizepräsidenten waren, ob sie das würde eine spannende Aufgabe für ein Ratsvizepräsidium finden, den Ratsmitgliedern nachher zu erklären, sorry, das ist eine unechte Motion, die können wir leider nicht als Motion entgegennehmen. Das ist eine Herkulesaufgabe und habt Sorge, ob ihr so eine Herkulesaufgabe am Ratsvizepräsidium wollt anlasten. Hier stellt sich hingegen schon auch wieder die Frage von der Einheit von der Materie. Oder Einheit von der Materie ist sehr leicht zu beantworten. Wenn über eine Vorlage abgestimmt wird, wird dann nachher noch über die Stellvertretungsregelung abgestimmt oder wird dann eben über eine Frage wie die Richtlinienmotion oder noch schlimmer, wird dann über die Frage 7 statt 5 abgestimmt. Wenn ihr 7 statt 5 würdet reinschreiben, also ich kann euch schweizen, ich kann euch schwören, dann wird nur über 7 statt 5 geredet und es wird nicht über die Richtlinie, über die Stellvertretungsregelung geredet. Es wird auch nicht mehr über die Richtlinienmotion geredet, wenn sie auch noch drin wäre. Aber es wird nur noch über 7 statt 5 geredet. 7 statt 5 ist eine von den, ich würde sagen, politisch sehr stark kontrovers diskutierten Fragen, die hier anstehen. Der Gemeinderat ist bereit,
euch eine Vorlage vorzulegen zu 7 statt 5. Aber wir würden die nachher vorbereiten, wir würden auch eine saubere Übergangsbestimmung nachher vorsehen dafür, die jetzt würde fehlen im jetzigen Zustand. Das ist einfach, ich muss es sagen, es ist nicht eine sorgfältige Arbeit, die hier vorgelegt wird. Für unsere Gemeindeverfassung. Wir würden das sorgfältig vorbereiten. Wir würden eine Vorlage vorlegen, nachher, die umsetzbar ist, wo man nachher Ja oder Nein dazu sagen kann und wo man auch darüber eine Diskussion führen kann. Ich finde es unwürdig, wenn ich jetzt einfach die 7 statt 5 Frage hier in einem Nebensatz en passant irgendwie erledigt werden soll. Das ist auch unwürdig, weil wir wollen ja die wirklich seriös diskutieren. Und es ist auch wichtig, dass wir die seriös diskutieren. Wir werden sie seriös diskutieren. Wir haben gesagt, wenn die Fusion mit Ostermundigen wäre gekommen, wir hätten die Vorlage gemacht. Jetzt ist die Fusion nicht gekommen. Das ist wie die Grundlage jetzt weg. Wenn der Vorstoss kommt, tut der Vorstoss vorbereiten, macht einen breiten Vorstoss und schaut dafür, dass er früh traktandiert ist. Dann kommt so eine Vorlage. Der Gemeinderat ist mit Sicherheit, ja, wir haben nicht darüber geredet, aber ich glaube, schauen dahinter. Der Gemeinderat ist bereit, also die Marike nickt, der Gemeinderat ist bereit, so eine Vorlage zu bringen. Gut, dann habt ihr noch so Elemente drin. Ich weiss ja nicht, ob sie angenommen werden, die Anträge. Der Antrag 15 von der FiKo mit den abweichenden Ausgabenzuständigkeiten. Wir sagen, der ist unzulässig. Das AGR wird uns den rausstreichen. Wir werden eine Vorprüfung geben. Der AGR wird sagen, sorry, den könnt ihr nicht bringen. Wir werden wieder zurückkommen. Also es gibt einfach eine Verzögerung ohne Ende. Macht es doch so, wie es angedacht war. Macht ein rasches Verfahren, dass wir die Stellvertretungsregelung haben. Ihr könnt zu den Anträgen, zu der Stellvertretungsregelung mit uns dünkt. Der SPK-Antrag oder der Antrag von der Mitte, das sind Anträge, wo man dafür oder dagegen kann sein. Es ist eure Stellvertretungsregelung. Ich finde es wichtig, dass ihr euch dort dazu äußert. Zu diesen Anträgen könnt ihr entscheiden. Dort aber darauf verzichten, die Vorlage zu beladen, zu belasten mit anderen Sachen. Ihr werdet sie dadurch einfach nichts anderes als nur verzögern. Und das ist natürlich schade. Wenn ihr die Stellvertretungsregelung rasch weit auf die nächste Legislatur, dann lehnt ihr alle anderen Anträge ab. Die nicht das Stellvertretungssystem betreffen. Herzlichen Dank. Merci, Alec. Raphael, ich habe das Gefühl, er hat inhaltlich Bezug genommen und dich nicht persönlich angesprochen. Darum geht das leider nicht. Wir kommen zu den Abstimmungen. Wir haben viele Anträge. Auch, dass ihr das schon wisst, der Antrag, der heute eingegangen ist von der ALPDA, der wird nach Antrag 18 dran kommen. Ich werde es nochmal sagen. Ich werde auch nicht bei jedem Antrag ein Stichwort sagen. Ich habe es vorher durchgeschaut. Es macht einfach keinen Sinn, wenn ich einzelne Wörter sage, sondern nehmt doch alle die Antragsliste führen ab Seite 3. Und wir gehen jetzt hier jeden Antrag durch und werden auch über jeden Artikel und Absatz abstimmen. Einen Moment schnell. Gut, wir stimmen ab. Wir kommen ab. Wir fangen an bei dem SPK-Antrag Nummer 1. Wir müssen wahrscheinlich noch mal einen Moment warten. Ich habe schon verkündet, er ist angenommen. Mit 53 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Jetzt. Dann kommen wir zu SPK-Antrag Nummer 2. Ihr habt den Antrag angenommen mit 36 Ja-Stimmen zu 34 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen. Dann stimmen wir ab über Artikel 41 Absatz 1 und 2. Ihr habt den Artikel einstimmig angenommen mit 72 Ja-Stimmen. Wir stimmen ab über den Artikel 42.
Ihr habt auch diesen Artikel einstimmig angenommen mit 71 Ja-Stimmen. Wir stimmen ab über den Artikel von der SPK Nummer 3. Der Artikel ist angenommen mit 56 Ja-Stimmen zu 13 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Wir sind beim Antrag Nummer 4 von der FiKo und von der SPK. Ihr habt ihn angenommen mit 57 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Wir sind bei Antrag Nummer 5 von der SPK. Ihr habt ihn angenommen mit 59 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Wir sind bei Antrag Nummer 6, FiKo. Ihr habt ihn abgelehnt mit 37 Nein-Stimmen bei 34 Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Wir sind bei Antrag Nummer 7, FiKo. Ihr habt ihn angenommen mit 59 Ja-Stimmen bei 13 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Wir stimmen ab über Antrag Nummer 8, auch von der FiKo. Ihr habt den Antrag angenommen mit 58 Ja-Stimmen zu 13 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Wir sind bei Antrag Nummer 9 von der ALPTA. Ihr habt ihn abgelehnt mit 42 Nein-Stimmen bei 22 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen. Wir sind bei Antrag Nummer 10 von der SPK. Ihr habt ihn angenommen mit 53 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Wir sind bei Antrag Nummer 11 von der ALPDA. Ihr habt ihn abgelehnt mit 55 Nein-Stimmen, 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen. Wir sind bei Antrag Nummer 12 von der FiKo. Der Antrag ist angenommen mit 58 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Dann sind wir bei Antrag Nummer 13 von der SPK. Den Antrag habt ihr angenommen mit 58 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Wir sind bei Antrag Nummer 14 von der FiKo. Den Antrag habt ihr angenommen mit 59 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Wir sind bei Antrag Nummer 15 von der FiKo. Ihr habt den Antrag angenommen mit 52 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. Wir sind bei Antrag Nummer 16 von der SPK. Den Antrag habt ihr angenommen mit 59 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.
Wir sind bei Antrag Nummer 17 von der SWK. Ihr habt den Antrag angenommen mit 39 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Jetzt stimmen wir ab über Artikel 53a Absatz 1 und 2. Ihr habt den Absatz und den Artikel angenommen mit 72 Ja-Stimmen. Jetzt machen wir eine Gegenüberstellung, die nicht in eurer, auf eurer Liste ist, aber das ist nach dem neuen Reglement so, dass wir Anträge, die einen bisherigen oder einen Artikel konkurrieren, oder besser gesagt den Vorschlag vom Gemeinderat konkurrieren, tun wir gegenüberstellen. Das heisst, wenn ihr die linke Spalte wollt vom Gemeinderat, dann drückt ihr grün. Und wenn ihr den Mitte-Antrag, Antrag Nummer 18, wollt, drückt ihr rot, wenn ihr euch enthaltet, weiss. Der obsiegende Antrag ist der Antrag vom Gemeinderat mit 40 Stimmen. Der Antrag von der Mitte hat 30 Stimmen bekommen und 2 Enthaltungen. Wir stimmen ab über den Antrag vom Gemeinderat. Ihr habt den Antrag angenommen mit 52 Ja-Stimmen. Wir stimmen ab über Artikel 53a Absatz 4. Den Absatz habt ihr einstimmig angenommen mit 71 Ja-Stimmen. Jetzt kommt die Tischvorlage von der ALPDA-Fraktion, die wir wieder im Gemeinderat gegenüberstellen. Das heisst, wer für einen Vorschlag ist oder für einen Artikel vom Gemeinderat, drückt grün. Wer für einen Antrag von der ALPDA ist, drückt rot. Wer sich enthält, drückt weiss. Der obsiegende Antrag ist der vom Gemeinderat mit 42 Stimmen. Der Antrag von der ALPDA hat 28 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Wir stimmen noch ab über den Antrag vom Gemeinderat. Ihr habt den Antrag einstimmig angenommen mit 72 Ja-Stimmen. Wir kommen zu der nächsten Gegenüberstellung, und zwar der Antrag vom Gemeinderat. Das ist Absatz Nummer 6. Den könnt ihr grün drücken und den Antrag von der SPK Nummer 19 könnt ihr rot drücken. Enthalte ist weiss. Der obsiegende Antrag ist der Antrag vom Gemeinderat mit 51 Stimmen. Der Antrag von der SPK hat 20 Stimmen bei einer Enthaltung. Wir stimmen ab über den obsiegenden Antrag. Ihr habt den Antrag einstimmig angenommen mit 71 Stimmen. Wir stimmen, jetzt zeigt sich sicher ein kleines Resultat an, wir stimmen das nächste ab über Artikel 53a Absatz 7. Ihr habt auch diesen Antrag einstimmig angenommen mit 70 Ja-Stimmen. Jetzt kommen wir noch zu den 3 Anträgen zu der Abstimmungsbotschaft. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass der erste Antrag hinfällig würde werden, sollten wir nachher auf die zweite Lesung verzichten.
Wie bitte? Ein Moment schnell, es wird ein Rückkommen auf Antrag 9 gefordert. Gut, wir stimmen jetzt zuerst darüber ab, ob wir den Antrag annehmen und auf Antrag 9 zurückkommen. Wenn eine Mehrheit zustimmt, dann stimmen wir nochmal über Antrag 9 ab. Ihr habt dem Rückkommen zugestimmt mit 45 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen. Das heisst, wir stimmen nochmal ab über den Antrag 9 von der ALPDA. Ihr habt den Antrag abgelehnt mit 40 Nein-Stimmen, 30 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung. Wir kommen jetzt zu den Anträgen zu der Abstimmungsbotschaft und stimmen ab über den Antrag Nummer 1, SPK und FiKo. Ihr habt den Antrag Nummer 1 angenommen mit 58 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. Wir machen jetzt schnell die Anträge fertig, nachher machen wir das Rückkommen. Wir stimmen ab über Antrag Nummer 2 von der SPK. Ihr habt den Antrag angenommen mit 52 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen. 72 Ja-Stimmen. Wir stimmen ab über Antrag Nummer 3 von der ALPDA. Genau, das ist hinfällig. Merci vielmals für den Hinweis. Dann muss ich das gar nicht verkünden, das Resultat, das ist ungültig. Es ist ein Rückkommensantrag eingegangen, wenn ich das richtig verstehe, zum Antrag, was die Tischvorlage vorliegt. Wir stimmen darüber ab, ob wir dem Rückkommensantrag zustimmen wollen. Ihr habt dem Rückkommensantrag zugestimmt mit 50 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Wir stimmen in dem Fall nochmal über einen Antrag von der ALPDA ab, wo uns als Tischvorlage vorliegt. Aber das muss man ja da gegenüberstellen, oder? Ja. Ich finde jetzt gerade schnell raus, ob wir das nochmal hätten müssen gegenüberstellen. Du musst den Gemeinderat. Sekunde. Was wird der denn nochmal an? In dem Fall ist nochmal die Frage. Was willst du an? Das will ich nochmal etwas abstimmen. Wir müssen einfach gegenüberstellen. Punkt. Es ist zurückgekommen angenommen worden. Wir müssen den Antrag 6 im Antrag Gemeinderat gegenüberstellen. Nichts anderes. Gut. Jetzt können wir uns alle nochmal beruhigen. Es ist nicht so schlimm, wir möchten das jetzt einfach nochmal. Und zwar werden wir jetzt nochmal den Antrag dem Antrag vom Gemeinderat gegenüberstellen. Wer für den Antrag vom Gemeinderat ist, drückt grün. Wer für den Antrag von der ALPDA ist, drückt rot. Und wer sich enthält, drückt weiß. Ist das klar soweit? Stimmt das? Super. Nein, das ist die Tischvorlage. Gemeinderat ist grün, GR wie grün. PDA, AL ist rot. Der obsiegende Antrag ist der Antrag, den wir als Tischvorlage haben, von der ALPDA mit 49 Stimmen. Und der Antrag vom Gemeinderat hat 22 Stimmen bekommen bei einer Enthaltung. Und weil das jetzt der obsiegende Antrag ist, stimmen wir jetzt nochmal über diesen Antrag abstimmen.
Ihr habt den Antrag angenommen mit 60 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Dann ist die Frage, ich habe herausgehört aus den Voten, dass man eventuell auf die zweite Lesung verzichten will, wenn ihr über das abstimmen. Gut. Wenn 2/3 dafür sind, dann würde man auf die zweite Lesung verzichten. Wir stimmen über das ab. Gut, das sind nicht 2/3, das heisst, wir verabschieden die Vorlage ohne Schlussabstimmung zur Vorbereitung von der zweiten Lesung an die Kommission. Gut, dann sind wir jetzt bei Traktanten. Merci vielmals für eure Geduld bei dieser Abstimmungskaskade. Wir sind jetzt bei Traktandum Nummer 7 und ich erteile der Kommission das Wort für die SPK am Nick Eugster. Und ich bitte euch trotzdem um Ruhe, weil ich nach wie vor gerne den RednerInnen zuhören möchte. Merci. Cool. Also, geschätzte Stadtratspräsidentin, geschätzte Kolleginnen, es geht um Zügeln heute Abend. Zügeln, das ist zwar anstrengend, aber es ist auch etwas unglaublich Tolles, weil man aufräumen kann, man kann ausmisten, man kann sich überlegen, was wird neu woher gelegt. Und genau das machen wir, wenn wir eine Wohnung von A nach B zügeln. Und genau das muss man so machen, wenn man Daten von A nach B zügelt. Und bei Stadt Bern steht der wichtige Schritt an, was momentan überall in der Privatwirtschaft passiert, nämlich dass Daten von normalen Laufwerken in Cloud-Umgebungen mit Vernetzung migriert werden. Passiert jetzt so bei Stadt Bern. Und für den Übergang zu regeln, für das ist eben das Projekt Data Excellence, wo sitzen, darum geht. Aber es ist eben nicht nur das, es ist noch viel mehr. Das Projekt Data Excellence baut auf das im Juli 2022 vom Stadtrat abgeschlossene Programm Neue Digitale Zusammenarbeit, aber auch die Cloud Computing Strategie und weitere Massnahmen. Die Stadt die schafft heutzutage mit verschiedensten Systemen und Datenbanken, mehr als 500 Applikationen sind es, und Microsoft 365 Cloud ist dort im Einsatz, aber noch nicht konsequent. Und darum geht es jetzt darum, die grossen Datenbestände der städtischen Laufwerke in die Microsoft 365 Cloud zu integrieren und dabei die Handhabung der Daten genau zu definieren. Wie im Wirklichleben eben beim Zügeln muss festgelegt werden, wie die Daten gelagert werden und wie der ganze Datenlebenszyklus aussieht, von Entstehung bis zur Archivierung und bis zur Löschung. Data Excellence legt also die Basis für diesen wichtigen Schritt. Es gilt technische, organisatorische, fachliche, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen zu setzen. Es geht nämlich auch darum, dass die Stadt Bern mit den Daten rechtskonform umgeht. Das Programm das definiert Datennutzungsstrategien, Datenarchitektur, Datenorganisation, Datenmigration und konzipiert ein Führungscockpit zur Auswertung von Echtzeitdaten. Dazu kommt natürlich auch die Schulung der Mitarbeitenden und man will auch die MitarbeiterInnen von Stadtverwaltung auch in Bezug auf ihre Datenkompetenz stärken, sodass sie eben mit Daten sorgfältig und serviceorientiert umgehen können. Die Vorteile von Data Excellence liegen auf der Hand, sowohl verwaltungsintern wie auch für uns Bernerinnen und Berner. Also fangen wir mal zuerst verwaltungsintern an. Dank klarer und einheitlicher Ablagen soll das Zusammenarbeiten einfacher werden und mit Dritten können dank Data Excellence Dienstleistungen schnell, wirtschaftlich und bedürfnisorientiert erbracht werden. Das Projekt Data Excellence kostet zwar eine rechte Stange Geld, 1,4 Millionen, aber es bringt auch Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen. Mit dem Wechsel in die Cloud können nämlich lokale Server abgestellt werden, Wartungskosten entfallen, es wird günstiger und moderne grosse Cloud-Server sind auch bezüglich Energieverbrauch wesentlich effizienter. Also es braucht viel weniger Speicherplatz, wenn man redundante Datenbanken aufheben und statt mehrere Systeme zu laufen, die eigentlich das Gleiche machen, will man integrierte Systeme schaffen, wo eben Daten effizient verwaltet werden. Das ist also die interne Sicht und jetzt noch die externe. Also Data Excellence soll auch einen direkten Nutzen für Bernerinnen und Berner haben. Dank dem Ausbau des digitalen Service Public soll die Bevölkerung und die Wirtschaft einfach und effizient können von städtischen und anderen öffentlichen Dienstleistungen profitieren. Diesbezüglich übrigens auch noch spannend, ist ein Exkurs im Vortrag zum Prinzip Once Only. Wir müssen immer wieder so Formulare ausfüllen, sei es, wenn wir einen Wohnungswechsel machen, eine Parkkarte beantragen oder so. Und überall müssen wir die gleichen Daten eingeben, die Stadt eigentlich schon lange hat. Und mit dem Prinzip Once Only soll die Stadt ihre schon vorhandenen Daten nutzen, für die Bevölkerung solche digitalen Prozesse einfacher machen. Und für das braucht es eben
regelkonforme und regulatorische Prozesse, wo genau geschaut wird, welches System darf die auch welche Daten abgreifen, darf welche Daten an Drittsysteme übergeben und so weiter, dass das alles sicher ist. Also das Projekt Data Excellence, das ist nicht nur ein Zügeln von Daten, wir BürgerInnen sollen davon auch profitieren und gleichzeitig sollen unsere Daten optimal geschützt sein. Meine Kollegin von SBK und ich haben den Vortrag, der uns hier vorgelegt wurde, sehr aufschlussreich und durchdacht wahrgenommen. Es sind klare Ziele und realistische Zeithorizonte definiert. Es geht eben darum, wie Daten für den digitalen Servicepublik bereitgestellt werden sollen, wie sichergestellt wird, dass Daten original nur an einem Ort geführt werden und wie die Datenkompetenz der Mitarbeitenden soll gestärkt werden soll. Ihr habt den Vortrag selber bekommen und darum gehe ich jetzt nicht auf die Ziele im Detail ein. Aber ich verweise auf die Seite 4, wo die alle aufgeführt werden. Und ich muss sagen, es ist gut ausgeschafft worden. In den folgenden Abschnitten wird erklärt, wie das Projekt in einzelne Teilprojekte aufgeteilt wird. Und auch das ist meines Erachtens sinnvoll. Und die Programmorganisation und Programmsteuerung, die ist klar definiert. Und das Ganze wird von der Begleitgruppe mit ExpertInnen unterstützt. Die strategische Verantwortung vom Programm Data Excellence liegt bei der Digitalstadt Bern. Und es sollen alle Direktionen einbezogen und so wirklich eine gesamtstädtische Lösung ausgearbeitet werden. Im Rahmen des Projekts gibt es auch einen engen Austausch mit Stadt, Kanton und Bund. In der Kommission ist noch die Frage aufgekommen, ob mit Microsoft 365 die richtige Lösung sei. Also wenn man nochmal so das Bild vom Wohnungsumzug nimmt, da ist gefragt worden, ob man nicht lieber in eine lokale Wohnungsgenossenschaft will, als in ein Haus von einem amerikanischen Konzern. Das ist eine gute Frage. Es ist uns aber erklärt worden, dass es um eben etwa 500 Fachapplikationen ginge, die im Einsatz sind. Es soll entschieden werden, was eben neu sich wo befindet. Und es ist bei vielen Applikationen tatsächlich nach wie vor bei uns auf lokalen Server. Aber was Bürokommunikation betrifft, dort hat sich der Gemeinderat schon vor einer Zeit für die Cloud entschieden. Und was passiert, wenn man da eigene Lösungen machen will, das kennen wir ja von Base for Kids. Apropos, uns ist natürlich auch die Frage aufgekommen, überlüftet man sich hier nicht wieder mal ein bisschen? Also kann man die Daten einlegen, wo man es auch herbringen? Längen die 1,4 Millionen wirklich für die Ziele zu erreichen? Und im Gespräch mit der Verwaltung, dort merci Jonathan Gimmel für den ausschlussreichen Austausch, sind unsere Bedenken nicht zurückgewiesen worden. Nein, es ist wirklich explizit gesagt worden, es sei erst der Anfang eines langen Prozesses und wir müssen damit rechnen, dass am Ende dieses Projekts vielleicht auch noch andere Abteilungen noch irgendwie müssen Sachen machen, dass nicht alle Abteilungen gleich weit sind. Aber es ging vor allem im Moment darum, vor allem mal Grundlagenarbeit zu machen, dass der Wandel greifbar werde, hat es geheissen. Und ich finde, die Ehrlichkeit, also die realistische Einschätzung, die hätten wir uns bei vielen anderen Projekten auch schon gewünscht. Sehr gerne schicke ich die Verwaltung auf die Reise und ich bin mir sehr bewusst, dass der Weg nicht ganz geradlinig sein kann. Aber ich bin überzeugt worden, dass wir diesen Weg müssen jetzt gehen müssen. Sowohl die Verwaltung wie auch uns BürgerInnen wird es gleich merkbar etwas bringen. Für Programmleitungs- und Umsetzung wird vom Stadtrat der Investitionskredit in Höhe von 1,4 Millionen Franken beantragt. Momentan beantragt der Gemeinderat Projektierungskredit in Höhe von 150'000 Franken zulasten von der Investitionsrechnung. Der Projektierungskredit ist Teil des Hauptkredits, also von diesen 1,4 Millionen. Und die Kommission empfiehlt ohne Gegenstimme ein Ja zu diesem Geschäft. Merci vielmals. Nick, gibt es hier Diskussionsbedarf? Das sage ich auch nicht mehr. Dann ist das Geschäft bestritten? Gut, dann habt ihr den Antrag so dem zugestimmt. Dann kommen wir zu Traktandum Nummer 8. Ich erteile das Kommissionswort für die PVS Laura Binz. Liebe Anwesende, zur Ausgangslage. Das Museumsgebäude ist 1894 als Sommerhaus gebaut worden und seither ist keine Gesamtsanierung vorgenommen worden. Man hat das Gebäude ursprünglich für 6.000 bis 15.000 Besuchende gebaut. Heute wird das Museum von 10-mal mehr Personen besucht. Die Trägerschaft des Berner Historischen Museums ist als Stiftung organisiert. Der Kanton, die Stadt sowie die Burgergemeinde fungieren als Stifterinnen, die sich je zu einem Drittel an den Kosten beteiligen. Bauherrin ist die Stiftung Berner Historisches Museum. Der Grosse Rat und die Burgergemeinde haben ihren Anteil am Projektierungskredit bereits deutlich zugestimmt. Es fehlt also nur noch der Stadtratsbeschluss.
Eine Gesamtsanierung des Berner Historischen Museums ist dringend notwendig. Die Reparaturkosten für die veraltete Gebäudetechnik nehmen zu und als Folge steigen auch Personalkosten für den betrieblichen Unterhalt. Der Verbrauch an fossiler Energie ist sehr hoch, weil das Gebäude nicht isoliert ist und weil die alten Anlagen nur noch halbwegs funktionieren und an Effizienz verloren haben. Weitere Probleme sind die eingeschränkte Barrierefreiheit und Sicherheitsrisiken wegen fehlender Entfluchtung im Westflügel. Auch was die Ausstellungsflächen angeht, bestehen grosse Mängel. Dauerausstellungen sind zum grossen Teil veraltet, für die Besuchenden ist die Orientierung schwierig und es gibt viele Sackgassen. Mit der Gesamtsanierung wird eine zeitgenössische Haustechnik installiert und das Gebäude wird hindernisfrei gestaltet. Durch die energetische Sanierung des Gebäudes und dem geplanten Einbau von Erdsondenheizungen kann ein Sparpotenzial von 30-50% realisiert werden. Zudem soll das Museum für die nächsten Generationen fit gemacht werden. Das Berner Historische Museum soll für die lokale Bevölkerung und für Besuchende im In- und Ausland attraktiv sein. Darum braucht es ein neues Museumskonzept mit grosser Flexibilität in der Nutzung der Räume für Dauer- und Wechselausstellungen. 2023 ist eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden, aus welcher ein Anbau am Westflügel als priorisierte Variante identifiziert wurde. Das Siegerprojekt vom Studieauftrag ist diese Woche publiziert worden, ihr habt es sicher in der Presse gesehen. Und das Siegerprojekt wird jetzt in der Projektierungsphase weiter ausgearbeitet. Nach dem Stadtratsentscheid wird in der Projektierungsphase das Bauprojekt erarbeitet und die Sanierung ist ab 2027 geplant. Die Gesamtsanierung des Berner Historischen Museums ist unabhängig von den Plänen für das Museumsquartier, ist aber kompatibel mit allen Zielen des Museumsquartiers. Für die Realisierung der Gesamtsanierung wird von einem Kostendach von 85 Millionen Franken und für die Gestaltung der Museumsfläche von 35 Millionen Franken ausgegangen. Der Anteil der Stadt von einem Drittel am Gesamten wird sich auf ca. 40 Millionen belaufen. Heute entscheiden wir aber erstmal über einen Projektierungskredit. Für die anstehende Projektierungsphase übernimmt die Stadt ein Drittel oder soll die Stadt ein Drittel von den 8,55 Millionen Franken übernehmen. Der bereits genehmigte Beitrag eingerechnet, wird vorliegend eine Erhöhung des Projektierungskredits um 2,5 Millionen Franken beantragt. In der PVS hat es Einigkeit gegeben, dass das Berner Historische Museum für die Stadt wichtig ist und muss saniert werden. Die Sanierung bringt grosse Verbesserungen, speziell auch in Bezug auf Energieverbrauch, aber auch im Hinblick auf Haustechnik, Dach- und Fensterkonstruktionen. Eine reine Gebäudesanierung reicht nicht. Eine Sanierung ist nur mit einer Neukonzeption der Ausstellungsflächen sinnvoll. Der Anbau des Westflügels ist eine Chance für das Museum. Wir haben PVS lange über die energetische Sanierung des Museums diskutiert. Die Erdsonde bietet den zusätzlichen Vorteil, dass sie im Sommer auch zur Kühlung des Museums eingesetzt werden kann, zusätzlich zum Heizen im Winter. Die PVS beantragt dem Stadtrat einstimmig, einen Projektierungskredit zur Sanierung des Berner Historischen Museums zuzustimmen. Über die Anträge haben wir in der PVS nicht abgestimmt. Soll ich noch die Fraktion? Merci vielmals, Laura. Gibt es hier Diskussionsbedarf? Abstimmen werden wir sowieso. Gibt es keinen Diskussionsbedarf? Die SP-JUSO-Fraktion wird dem zustimmen. Merci vielmals, Laura. Gibt es weitere Fraktionsvoten? Gut. Dann kommen wir schon direkt zu der Abstimmung. Wir haben zwei Anträge von der GBA-Fraktion. Es sind Zusatzanträge. Der erste Antrag, wir stimmen gerade über die beiden ab. Beim ersten Antrag geht es um fossile Energieträger beim Heizen. Wir haben dem Antrag zugestimmt mit 33 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen. Genau, das wird hoffentlich gleich gezeigt. Ich sage einfach schon mal den nächsten Antrag. Dort geht es um PV-Anlagen auf allen geeigneten Dächern.
und wir stimmen ab über den zweiten Antrag. Wir haben den Antrag angenommen mit 34 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen. Und jetzt stimmen wir noch ab über den so bereinigten Antrag vom Gemeinderat. Ihr habt dem Projektierungskredit einstimmig zugestimmt mit 60 Ja-Stimmen. Dann kommen wir jetzt zu den Vorstössen. Wir sind bei Traktandum Nummer 9. Das ist eine Interpellation von der SVP-Fraktion. Die Diskussion ist nicht gewünscht und darum haben Sie das Wort für eine kurze Erklärung. Ich kann jemanden bitten, Alex Voits anmelden. Merci. Ja, Frau Präsidentin, ich habe letztes Mal versprochen, ich werde nicht zu allen Sachen Diskussion verlangen. Ich halte mein Wort. Einfach wegen dem Nachhaken, wegen der Rendite. Ihr habt ja gesehen, ich habe immer gesagt, die Reithalle hat gewaltige Kosten für die Stadt, für die Polizei, für die Anwesenden. Jetzt ja selber die eigenen Betriebe rentieren nicht mehr. Wieso? Wegen der Sicherheitssituation, wo es ein rechtsfreier Unort ist, wo nichts macht, wo der Stadtpräsident, ich habe zu diesem Thema Vorstöße eingereicht, die Gespräche haben meines Erachtens nichts gebracht in der Legislaturperiode, es ist immer schlimmer geworden. Das sind Konsequenzen, Alter. Wir Auffassung fest, dass es immer viel schlimmer ist und die Reithalle alles in den Dreck wirft und auch Besucher immer weniger dort verkehren. Merci. Nicht zufrieden ist der Zufriedenheitsgrad. Dann kommen wir zu Traktandum Nummer 10, wieder eine Interpellation von der SVP, wo keine Diskussion gewünscht ist. Ich erteile nochmals das Wort für eine kurze Erklärung. Ich kann bitte nochmal jemanden, Alex, anmelden. Einen Moment noch, Alex. Jetzt. Merci, ja. Ich halte mich hier kurz. Es sind wieder alte Vorfälle. Mir geht es darum, zu evozieren. Wir haben immer Probleme gehabt. Wir haben Vorfälle gehabt, wo man vom Dach oben ab Steine schießt. Das muss mir doch niemand sagen, wenn man so Vorfälle hat, dass die Betriebe von Reithalle das nicht gewusst haben. Ich sage noch, für mich völlig unverständlich, dass man noch den letzten Auseinandersetzungen, dass man die Leute hat, wieder in die Reithalle reingehen, dass sie sich verstecken können. Der Stadtpräsident hat von guter Diskussionskultur und offenen Gesprächen, die Leitungen sind offen. Wir haben jetzt dort detaillierte Vorstöße eingereicht, die wir auch bei der Kantonspolizei nachhaken. Was effektiv ist, rechtzeitig vor den Wahlen werden die Antworten vorliegen. Merci. Merci vielmals, Alex. Zufriedenheitsgrad? Nicht zufrieden. Denn die nächste Interpellation ist Diskussion gewünscht. Das ist Traktandum Nummer 11. Wenn ein Drittel zustimmt, dann ist Diskussion gewährt und wir stimmen darüber ab, ob wir diskutieren. Die Diskussion ist nicht gewährt mit 47 Stimmen dagegen, 12 dafür und 11 Enthaltungen. Ich erteile dem Alex Voits das Wort für eine kurze Erklärung. Einen Moment. Gut. Ja, merci, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich bedauere, dass Sie nicht darüber diskutieren wollen. Wir haben diskutiert dann letzte Stadtratssitzung, aber Sie haben gesehen, seither sind wieder Vorfälle. Ich stelle einfach einmal mehr fest, die Reithallengespräche, es hat gar nichts gebracht, man ist gleich weit, kann mehr oder weniger, wenn ich jetzt eine gute Ordnung gesehen hätte, hätte ich die alten Reden gehabt, aber da ich meistens Schnauze frei rede, muss ich das nicht machen. Aber die Situation ist unerträglich, wir haben einen rechtsfreien Raum einer Bundeshauptstadt unwürdig. Wir wollten nicht einmal über die Sicherheitssachen diskutieren. Und wenn man einfach jetzt vermeint und sagt, es ist alles in Ordnung, es ist eine gute Gesprächskultur. Also ich muss sagen, das könnt ihr früher in Basel, würde man sagen, das könnt ihr am Ferienmann erzählen. Hier haben wir einfach klar einen Stadtpräsidenten und einen Stadthalter, der hier die Sachen nicht im Griff hat. Wir sehen es jedes Wochenende. Merci. Merci vielmals, Alex. Er ist nicht zufrieden mit der Antwort. Dann kommen wir jetzt zu Traktandum Nummer 12. Es ist wieder eine Interpellation von der SVP-Fraktion, wo keine Diskussion gewünscht ist. Wenn ihr eine kurze Erklärung? Gut. Dann ist darauf verzichtet. Zufriedenheitsgrad ist nicht zufrieden. Gut. Dann sind wir bei Traktandum Nummer 13. Das ist eine Motion von Alex Voits. Die Motion ist bestritten. Ich erteile dem Einreichenden das Wort.
Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe bewusst vorhin darauf verzichtet, weil ich keinen Sinn, dass ich jetzt eine Interpellation noch Ausführungen mache. Ich sage einfach, wir haben strenge Bauvorschriften. Ihr wisst, ich bin durchaus einer, der gerne eine schöne Stadt hat. Aber für mich ist es einfach unverständlich und mit den Gründen von Rechtssicherheit nicht vereinbar, wenn man bei Reithallen kann man alles machen kann, was man will. Ja, dann als ganz junger Fürsprecherkandidat für die Gruppe, die dann die Initiative eingereicht hat, hat man gesagt, die sind ungültig. Man hat nachher gekämpft, dass sie gleichgültig ist. Dann hat man eben gesagt, das ist ein hochschützenswertes Gebäude. Darum darf man es nicht abreißen. Und ihr seht selber jeden Tag, wenn ihr mit dem Zug durchfahrt, was für eine Sauerei ist, wie die Sache angemalt ist. Und ich habe das Gefühl, mir tut dort, wie ich es eben mal gehört habe, an einem Podium, eben der Sonderfall Reithalle. Der, der in der Junkergasse Fensterläden einen kleinen anderen Farbton würde, nein, der hat das Problem. Das Eisenbahner Quartier, wo die Stadt bei den eigenen Liegenschaften Holz-Kunststofffenster hatte, hat sich nachher auf den Standpunkt gestellt, dass der Nachbar, der gerne auch Holz-Kunststofffenster haben muss, dass er nachher wiederum Holzfenster haben muss. Und ich muss auch sagen, das ist eine absolut rechtsungleiche Behandlung. Ich habe dann ohne ähnlichen Vorstoß, darum habe ich immer gesagt, man kann selber durchaus zusammennehmen, ich kann mich kurz halten. Man darf ja in der Stadt Bern nicht diskriminieren, wie der Schweizer Hof würde sagen, wir nehmen keine Leute aus Schwarzafrika und aus Brasilien, die wir bewirten, wäre ein riesen Aufschrei, aber SVP-Angehörige, die darf man ohne weiteres in Reithallen ausschliessen. Man darf von Leuten, die es immer gesagt, bis ich Wölkhaar habe, so lange Haare verfilzt, dann müsste ich nach 4 oder 5 Jahren müsste ich jetzt warten. Das wird ich mir wahrscheinlich schenken. Und sage ich einfach nur, dort sagt man noch, das ist überfällig, man darf so nachher nicht in die Reithallen, in Kulturinstitutionen gehen. Da bin ich wirklich ein bisschen zynisch. Da könnte ich sagen, der irgendjemand aus Schwarzafrika mit einem Anzug rumläuft und Läden sucht, könnte ich auch sagen, der tut meine Kultur angreifen. Das geht ja wiederum nicht. Da müsste es dann schon konsequent sein. Und das zeigt mir eben, das Vorgehen, dass ihr eben sehr einseitig seid. Und für mich ist gerade der Denkmalschutz, der reitet da, das um ist da streng, in der Altstadt ist man streng, bei Reithallen soll das nicht gelten. Für mich ist das unverständlich. Ihr seht auch, was wir eigentlich für Vorstöße eingereicht haben, dass Denkmalpflege in einer gesetzlichen Aufgabe nachkommt, wenn man natürlich auch schon nicht einmal die Lebensmittel, also die Gewerbepolizei, ohne Polizeischutz nicht in die Reithallen geht, dann wird natürlich der Denkmalschützer dort auch Angst haben, alleine zu gehen. Ich kann das ja sogar nachgehen. Ich habe ja sogar gesagt, ich darf ja nicht einmal auf dem Vorplatz ein Statement zur Reithallen abgeben. Der Stadtpräsident findet das ironisch. Das ist offenbar, kann man das eben schlucken. Das ist aber ein Sonderfall. Aber es gibt ja vielleicht mal eine Stadtpräsidentin. Vielleicht sieht man es da ein bisschen anders. Nachher ist sicherzustellen, dass Betreiber umgehend die nötigen Massnahmen ergreifen, um das Objekt zu schützen und dessen Integrität zu bewahren. Von einem Privaten, der irgendwie ein Schwimmbad bauen will und vielleicht eine archäologische Substanz könnte gefährdet sein, gibt es ein Riesentheater hier. Auch das will man nicht, will man sagen, das ist gleich, es ist völlig problemlos, man kann es einfach verkarren, verschmieren, der Privat darf das nicht. Ich bin gespannt, was der Stadtpräsident punkto Rechtsgleichheit dazu sagt. Für mich ist es eine krasse Verletzung und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn ein Liegenschaftsbesitzer sein Haus an Junkergasse plötzlich schwarz streicht und gelbe Fensterläden, auch wenn er ein grosser IB-Fan ist, würde der Stadtpräsident intervenieren. Dann zweitens, der Gemeinderat hat sich dafür einzusetzen, dass die Schmierereien entfernt werden und der gesetzmäßige Zustand wiederhergestellt wird. Für mich klar, wenn ich eben die rosa-roten Fenster in der Junkergasse hätte, ja leider dort keine Liegenschaft, dann kommt die sicher eine Wiederherstellungsverfügung über. Ebenfalls Ziffer 4, der Gemeinderat hat sicherzustellen, dass fehlbare Personen, Betreiber und Besucher für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden können und nicht der Strafverfolgung entzogen werden. Eigentlich auch wiederum etwas Selbstverständliches, aber ich immer gesagt, will ich nicht, dann kann ich nicht, dann macht man eben nichts. Bei den einen, das sieht man nicht so in Deutschland, ein Riesentheater. Nicht, dass sich die dort gut aufgeführt haben, aber dort, die das Kalifat haben gemacht, dort hat man dann wiederum nichts gemacht. Das ist ja offenbar wieder zulässig, dass man dort zur Steinigung von Ehebrechern und Leute aufruft, die sich vom Koran abwenden, dass man die umbringt. Das darf man dann wiederum. Das sind eben die ungleichen Ellen auch hier und das finde ich eben eine Heuchelei. Nächster Punkt, der Gemeinderat habe sich dafür einzusetzen, dass die Betreiber und Besucher für die Anliegen des Denkmalschutzes sensibilisiert werden. Wie manchmal
haben wir hier schon Vorstösse gehabt, wo man so sensibilisieren für die Umwelt, für die Tiere, für die dritte Welt. Nicht einmal zu dem Punkt, wo man Ja sagen. Ihr seht, die Motion soll abgelehnt werden, halten einfach fest. Klarer Verstoß gegen die Rechtsgleichheit. Gewisse Leute sind mehr gleich als andere. Leset mal der Orwell. Die Geschichte mit Napoleon und der Säule ist interessant. Hier haben wir genau einen solchen Fall. Ich bin froh, dass ich die Motion eingereicht habe. Ich bin jetzt auch gespannt, was die dazu werden sagen. Insbesondere bin ich gespannt, was der Herr Stadtpräsident, der sich wieder für eine weitere Amtsperiode bewerben wird, dazu wird sagen, dass das Alte dort eben nicht gelten soll. Ich möchte jetzt nicht mehr die Diskussion länger die verzögern. Darum gehe ich wieder an Platz. Ich werde allenfalls als Einzelsprecher nochmal zurückkommen. Danke. Merci Alex, wir sind bei den Fraktionsvoten. Für die SP-JUSO, der Michael Sutter. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es gibt durchaus auch Themen, die in diesem Rat sicher nicht zu wenig diskutiert werden. Nicht, dass ihr mich da vorhin jemanden falsch verstanden hättet. In den letzten 11,5 Jahren habe ich zahllose Debatten zur Ritschau erlebt. Die entsprechenden Vorstösse würden auch mehrere Bundesordner füllen, zumindest einmal das Protokoll darüber. Neben «Same procedure as every time, Alex», bewegt sich aber auch die erbitterte Gegnerschaft von Ritschau. Wenn auch langsam. Ist bei meiner ersten Debatte zum Thema, die ich 2012 noch vor der Tribüne aus verfolgt habe, der sofortige Abbruch von diesem Kütt gefordert worden, geht es inzwischen sogar darum, wie man das Kulturzentrum am besten schützt. Das ist jetzt eine von diesen positiven Entwicklungen, die ich miterleben durfte. Die Halle zu schützen, ja, das finden wir natürlich auch richtig. Mir persönlich ist es sogar ein sehr grosses Anliegen. Der Motion stimmen wir allerdings gleich nicht zu. Die immer dickere Farbschicht beeinträchtigt das Baudenkmal nicht nur nicht substanziell. Sie schützt im Gegenteil die Fassade vielmehr vor der Witterung und anderen Umwelteinflüssen. Also quasi kreativ gelebter Denkmalschutz mit künstlerischem Mehrwert. Ja, die Ritschau, die gehört schon so selbstverständlich zu Bern. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie als Institution sogar länger bestehen bleibt als der Denkmalschutz selber. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu den Einzelvoten. Es hat sich niemand gemeldet. Dann sind wir, wenn das nicht der Fall ist, dann kommt noch der Alex Voitz für ein Einzelvotum. Also, Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen, ich habe die Rede von Michael sehr interessant und originell gefunden. Das tue ich dir auch so machen. Du siehst, wir haben die Schutzbedürftigkeit ja eine gewisse Resignation. Ich weiss, bei dir mehr schwer mit den Ritau-Initiativen. Aber ich muss jetzt gleich sagen, wenn man natürlich sagt, das ist ein Schutzanspruch, dann wird jedem Klient, der irgendwie zu mir kommt, und sagt, ich beraten und sagen, er hat jetzt eine falsche Fassadenfarbe, würde ich natürlich sagen, der Mann im orangen Haus in Biel. Der hätte das Haus müssen umfärben. Der hätte auch müssen sagen, mein Haus ist jetzt besser geschützt dank der orangen Farbe. Und auch der letzte Satz, eben das hat mich jetzt gerade beflügelt für ein Votum, dass eben wahrscheinlich Dritthalle länger bleibe als der Denkmalschutz. Dann muss ich eben sagen, das sind die Auswirkungen der Anarchie. Das heisst, dass wir keinen Denkmalschutz mehr brauchen in Bern. Ich bin auch gespannt, was da der Stadtpräsident dazu sagt. Wir haben dafür eine Reithalle, die wird vielleicht alles kontrollieren. Da darf der Voitz nicht einmal mehr ein Interview geben von der Reithalle, sondern er muss 50 Kilometer von der Gemeindegrenze von Bern muss umkehren. Dann hat er eben die Energie, dann hat er eben aus dem rechtsfreien Raum, das ist das, was ich immer gewarnt habe, hat er eben nachher eine Zone gemacht, einen Freiraum für alles, wo eben kein Denkmalschutz mehr ist. Und ich nehme das zur Kenntnis. Ich bin einfach gespannt, es könnte mal eine Anzeige geben wegen Begünstigung, wenn man eben hier alle Zügel schleifen lässt. Aber ich bin sehr froh für das Votum und danke. Und jetzt bin ich gespannt, was der Stadtpräsident wird sagen und was dir zu der Rechtsgleichheit werden sagen. Ich habe gesehen, ich habe den Humor und den Kampfgeist nicht verloren. Merci. Merci, Alex. Dann hat Alec Vogt referiert für ein Gemeinderatswort.
Merci, Frau Stadtratspräsidentin, geschätzte Stadträtinnen und Stadträte. Ja, es stimmt, die Reitschule ist ein geschütztes Gebäude, ist im Bauinventar, höchste Schutzstufe. Es ist ein geschütztes Gebäude, es gehört der Stadt Bern. Die Stadt Bern ist Eigentümerin und die Stadt Bern ist auch dafür verantwortlich, wie es gepflegt und unterhalten wird. Und insofern adressiert der Vorstoss natürlich ganz klar die Stadt Bern als Eigentümerin, weniger irgendwelche Nutzerinnen vom Gebäude. Wir haben es, wir müssen sagen, es wird gespreit in der ganzen Stadt. Wir haben es nicht im Griff betreffend Brücken, Stützmauern, anderen Gebäuden. Und wir haben es auch nicht im Griff betreffend der Reitschule. Natürlich wird gespreit, wird verspreit. Und mir ist es auch zu viel. Aber ich kann euch vielleicht ein Beispiel machen, dass unter Umständen eben sogar die Reitschule leidet unter der Spreiereien. Ihr könnt euch ja erinnern, dass wir die grosse Halle saniert haben. Und also es waren ein paar Massnahmen, Aufwertungsmassnahmen von der grossen Halle. Und dort hat sich nachher auch die Frage gestellt, es hat ja oben in der grossen Halle ist die Laterne, sind die Fenster, die rundherum gehen, und die sind seit Jahren schwarz angemalt. Das ist ein bisschen blöd für die grosse Halle, weil Fenster sind eigentlich da, für das Licht reinkommt, und es kommt kein Licht rein, weil die Fenster schwarz angemalt sind. Nachher habe ich gesagt, das ist ja blöd für euch, dann tun wir doch jetzt die Fenster reinigen, das hätte ein bisschen etwas gekostet, damit ihr wieder Licht habt in der grossen Halle. Und nachher haben sie gesagt, nein, da kann man ohne weiteres darauf verzichten, weil die werden sowieso nachher wieder schwarz angemalt. Es wäre zwar gäbig, wenn wir Licht hätten in der grossen Halle, aber da die Fenster sowieso wieder schwarz angemalt werden, lassen wir es gescheiter lassen, und entsprechend hat man nachher die Fenster nicht gereinigt. Also sie leiden selber auch darunter. Wenn etwas umgebaut wird am Gebäude, dann machen wir ein Baugesuch, dann wird es von der Denkmalpflege geprüft, wie bei allen anderen Bauten, und es wird nachher die Baubewilligungsbehörde ist das Regierungsstatthalteramt, weil das Gebäude eben der Stadt Bern gehört. Weitergehende Kompetenzen hat die Denkmalpflege nicht. Die Denkmalpflege kann auch sonst nicht bei Gebäuden eingreifen, wenn etwas gemacht wird außerhalb. Oder mal, sie kann schon eingreifen, wenn etwas Baubewilligungspflichtiges verändert wird, ohne dass es ein Baugesuch hätte gegeben. Aber die Denkmalpflege kann nicht sagen, tut irgendwie das und das ändern. Bei den Fassadenfarben, die nicht stimmen, bei anderen Gebäuden, da ist in einem Baugesuch ein Anstrich verlangt worden, und dann hat man etwas anderes angemalt, als es bewilligt war, und dann wird das wieder hergestellt. Das ist in aller Regel ist das der Gang der Dinge. Aber die Denkmalpflege kann nicht kommen und kann sagen, tut das und das wiederherstellen. Die Denkmalpflege ist nicht die Baupolizeibehörde, sondern die Denkmalpflege ist nur ein beratendes Organ. Zuständig sind grundsätzlich die Baupolizeibehörde für solche Fälle. Demzufolge bitte ich euch, dem Gemeinderat zu folgen und den Vorstoss abzulehnen. Merci, Alec. Wir kommen zu der Abstimmung. Wir stimmen ab über die Motion als Richtlinie. Punktweise, es hat 5 Punkte. Wir stimmen ab über Punkt 1. Punkt 1 ist abgelehnt mit 58 Nein-Stimmen, 6 Ja-Stimmen bei 0 Enthaltungen. Gerade als nächstes werden wir nachher über Punkt 2 abstimmen. Auch Punkt 2 haben wir abgelehnt mit 52 Nein-Stimmen, 8 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen. Wir sind bei Punkt 3. Punkt 3 ist abgelehnt mit 59 Nein-Stimmen, 7 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen. Wir sind bei Punkt 4. Punkt 4 ist abgelehnt mit 58 Nein-Stimmen, 8 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen. Wir stimmen ab über Punkt 5.
Auch Punkt 5 ist abgelehnt mit 59 Nein-Stimmen, 7 Ja-Stimmen und 0 Enthaltungen. Wir sind bei Traktandum Nummer 14. Das ist eine Interpellation von der FDP-JF-Fraktion. Ist die Diskussion erwünscht? Nein? Dann erteile ich gerne das Wort für ein kurzes Votum. Kann jemand bitte noch anmelden? Der Oliver Berger. Ja, besten Dank. Geschätzte Stadtratspräsidentin, werte Vertreter vom Gemeinderat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, same procedure as every year, ist das Motto gewesen. Ich erlaube mir zwei Vorbemerkungen. Erstens, es ist doch beeindruckend, mit welcher bernischen Gemütlichkeit man sich hat Zeit gelassen, die Interpellation aus dem Jahr 2018 rund um die Schule zu beantworten. Und zu traktandieren. Zweitens, es ist tragisch, wie aktuell dass die Frage eigentlich immer noch sei, von der Interpellation anlässlich von der Vorfall vom 3. Mai, wo wir in der letzten Ratsdebatte haben diskutiert. Fazit, wir von der FDP-JF-Fraktion sind mit der Antwort vom Gemeinderat nicht zufrieden. Es ist unbestritten, dass die Reitschule über weite Strecken ein vielfältiges kulturelles Angebot hat und sich die Mehrheit der Besucherinnen und Besucher korrekt verhält. Und auch gewaltfrei ist und an die Regeln haltet. Aber es gibt einen Nukleus von gewaltbereiten Aktivisten und das unterstützen wir nicht. Also wir wollen Kultur, aber eine gewaltfreie Kultur. Und ja, same procedure as every year. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Merci Oliver. Wenn ich das richtig gehört habe, bist du unzufrieden. Sind ihr unzufrieden mit der Antwort? Wir sind bei Traktandum Nummer 15. Das ist ein Begründungsbericht von der SP-JUSO-Fraktion. Ich erteile den Einreichenden das Wort, der Laura Binz. Liebe Anwesende, der Umgang mit den Folgen des Klimawandels gehört im Moment zu den grössten Herausforderungen, insbesondere von Städten. Wir werden in 2 Wochen wieder ausführlich über Klimaanpassungsmassnahmen reden, darum werde ich mich heute kurz fassen. Es ist natürlich auch uns bewusst, dass bei Gebäudehüllen und Hochbauprojekten verschiedene Anforderungen müssen gegeneinander oder abgewogen werden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Dachfassadenbegrünungen, Entsiegelungen wichtige Elemente sind, um die Stadt klimaanpassend zu gestalten und möglichst wirksame Massnahmen zu kombinieren und umzusetzen. Der Bericht vom Gemeinderat ist doch sehr uninspiriert und es fehlt unser eindeutiges Bekenntnis zur konsequenten Umsetzung von Klimaanpassungsmassnahmen. Die konsequente Umsetzung von Klimaanpassungsmassnahmen wie Entsiegelung, Begrünungen, insbesondere Bäume, Schwammstadtelemente, Dach- und Fassadenbegrünungen erlauben keinen Aufschub. Merci Laura, gibt es hier Fraktionsvoten? Einzelvoten? Gemeinderat? Gut, dann nehmen wir den Begründungsbericht so zur Kenntnis. Wir sind bei Traktandum Nummer 16, das ist ein interfraktionelles Postulat. Ist das Postulat bestritten? Ist bestritten, dann erteile ich den Einreichenden das Wort. David Böhner. Ja, grüß euch miteinander. Es ist schon ein bisschen spät, aber ich werde mich auch kurz halten. Schön hat es noch gelenkt mit dem Traktandum. Das haben wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr eingereicht, das interfraktionelle Postulat, wo verschiedene Kulturinstitutionen wegen der massiv gestiegenen Energiepreise will, unterstützen, respektive will abklären lassen, ob die Unterstützung brauchen. Wir haben Mühe haben bekommen, Entschuldigung, es ist schon ein bisschen spät. Also es hat zur Folge, dass faktisch weniger Gelder für ihr eigentliches Kerngeschäft, also von diesen Kulturinstitutionen, also für Kulturproduktionen und Künstlerinnen zur Verfügung steht. Gleichzeitig mit dem Einreichen von diesem Postulat haben wir bei der letztjährigen Budgetdebatte den Kredit für die Nebenkosten vom Kulturzentrum Reitschule um 60'000 Franken erhöht, weil die Reitschule wegen der teureren Kosten in eine finanzielle
Schieflage ist gekommen. Die 60'000 Franken haben geholfen, dass die Reitschule das letzte Betriebsjahr ohne Verlust abschliessen konnte. Berechtigterweise wünschen sich andere Kulturinstitutionen mit Leistungsvertrag mit der Stadt Bern jetzt auch eine Aufstockung der Beträge. Weil wenn alle Ausgaben teurer werden, bleibt weniger Geld für die Kulturschaffenden und Veranstaltungsorte können ihrem Leistungsauftrag nicht mehr gerecht werden. Neben den steigenden Energiepreisen ist die allgemeine Teuerung da auch ein Faktor, der bei den laufenden Leistungsvereinbarungen nicht berücksichtigt wird. Dazu kommt, dass die berechtigte Forderung nach der zwingenden Zahlung von branchenüblichen Honorar bei Kulturproduktionen zur Folge hat, dass schlussendlich weniger kann veranstaltet werden. Aus all diesen Gründen sind wir euch dankbar, wenn ihr das Postulat überweist und der Gemeinderat kann Abklärungen treffen, wie die Situation der einzelnen Institutionen ist und Anpassungen vorschlagen, damit Bern weiterhin eine lebendige Kulturstadt bleiben kann. Merci. Merci David, wir sind bei den Fraktionsvoten. Ursina Andreck von der GBA-Fraktion. Guten Abend miteinander. Die GBA-Fraktion hat den Vorstoss ja auch mit eingereicht und freut sich, dass der Gemeinderat beantragt, das Postulat erheblich zu erklären. Der Vorstoss weist nämlich auf eine wichtige und generelle Frage betreffend vom Umgang vom Gemeinderat mit den Leistungsverträgen hin. Nämlich die fragt, was passiert, wenn sich kostenrelevante Rahmenbedingungen für die Leistungsvertragspartnerinnen ändern. Es ist nichts als logisch, dass verteuernde Veränderungen von der Stadt abgegolten werden müssen, sonst können die Leistungsvertragspartnerinnen ihren Auftrag für die Stadt ja nicht mehr aufrechterhalten. In der aktuellen Praxis wird aber je nach Direktion oder sogar zum Teil nach Dienststelle, je nachdem, wo die Verträge darüber laufen, aber unterschiedlich reagiert auf Veränderungen und das kann zu einer willkürlichen Ungleichbehandlung führen. Wir haben erst gerade hier innen einen anderen Vorstoss diskutiert, der auch auf die Frage abzielt hat, bei der Interpellation von uns und der SP, wo es um die Musterleistungsvertragsklausel gegangen ist, betreffend gleichwertige Arbeitsbedingungen, die die Leistungsvertragspartnerinnen gegenüber den städtischen Arbeitsbedingungen sollen gewährleisten. Und in dieser Diskussion ist auch klar herausgekommen, dass die Stadt kostenrelevante Verbesserungen muss abgelten. Wir hoffen darum, dass aufgrund von dieser damaligen Interpellation und auch jetzt aufgrund von dem Postulat der Gemeinderat sich eben die Grundsatzfrage mal stellt und sich damit auseinandersetzt und dort einen kleinen Paradigmawechsel vollzieht. Nämlich der, dass bei Entwicklungen, die alle Leistungsvertragspartnerinnen betreffen, zum Beispiel eben eine Revision vom Personalreglement oder eben die Teuerungen von Nebenkosten, dass man dort eine Grundsatzhaltung hat und alle Leistungsvertragspartnerinnen entsprechend abgeltet. Wir wollen in diesem Zusammenhang am Schluss noch kurz auf ein anderes Problem hinweisen und dem Gemeinderat mit auf den Weg geben für den Prüfungsauftrag im Zusammenhang mit dem Postulat. Wie ihr vielleicht wisst, kennt die Stadt bei den Vermietungen von eigenen Liegenschaften an Organisationen, die sie selber mitfinanziert und unterstützt, eine Kategorie, nämlich eine vergünstigte Mietpreiskategorie für sogenannte stadtnahe Dritte. Das finden wir natürlich eine gute Praxis. Es macht ja null Sinn, dass die Stadt Organisationen subventioniert und gleichzeitig zu hohe Mieten verlangt. Jetzt ist uns aber in letzter Zeit zu Ohren gekommen von verschiedenen Seiten, dass offenbar bei der ISB die Sanierungen von Liegenschaften, die in dieser Kategorie vermietet werden, gegenüber von Liegenschaften, die zu Marktpreisen vermietet werden, nach hinten priorisiert werden. Das heisst, die werden im Moment nicht oder erst sehr spät saniert. Und das führt für sehr viele Organisationen, das sind vor allem Quartiervereine, es geht vor allem um die, das führt dazu, dass sich viele von diesen Mietobjekten immer in schlechterem Zustand sind und darum eben dort die Nebenkosten zum Teil massiv gestiegen sind in letzter Zeit. Wir sind mehrere Quartiervereine bekannt, die im Moment finanzielle Probleme haben, weil sie die Nebenkosten nicht mehr stemmen können. Und das kann nicht sein, weil das zwingt sie dazu, anfangen, sich zu kommerzialisieren, damit sie als Quartierverein noch überleben können. Und das, obwohl sie bei städtischen Liegenschaften eingemietet sind. Darum braucht es auch da einen Paradigmawechsel in der Vermietpolitik von der ISB. Die ISB müsste eigentlich grundsätzlich die Nebenkosten selber übernehmen.
wenn sie statt nachher dritten etwas vermietet, weil es kann ja nicht sein, dass nachher die Budgets wieder in anderen Direktionen und Dienststellen eben ausgeglichen werden oder eben dann auch wieder nicht. Und auch das, das weiss man, es gibt verschiedene Fälle, das führt wieder zu einer Willkür. Das würden wir gerne noch im Gemeinderat mit auf den Weg geben. Vielleicht könnt ihr das auch noch Michael ausrichten, wenn ihr dann das Postulat nachher den Prüfungsauftrag werdet schreiben. Und wir sind gespannt auf den Rest der Diskussion, die vielleicht gar nicht stattfindet. Ah, mal, sie findet noch statt. Gut, sind wir gespannt. Und wir hoffen, das Postulat wird überwiesen. Merci. Merci, Ursina. Wir haben den Ordnungsantrag von David Böhner. Kann ihn bitte kurz jemand anmelden? Ich weiss, es ist vielleicht nicht so populär und wir haben alle eine lange Sitzung gehabt und freuen uns auf das Bier oder auf das Heiga. Aber wäre es möglich, dass wir noch das Traktandum fertig diskutieren und abstimmen? Wird auch nicht mehr so lange gehen, die Liste ist nicht ewig lang. Es ist immer so unbefriedigend, wenn man es mit Sinnen muss aufhören muss. Beim nächsten Mal weiss man nicht, um was es überhaupt ist gegangen. Merci David, wir stimmen darüber ab, ob wir das Traktandum noch fertig machen. Ihr habt dem Ordnungsantrag zugestimmt mit 39 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen. Wir fahren fort mit der Fraktion. Ich muss noch kurz warten. Der Alex Voigt kann sich schon parat machen für die SVP-Fraktion. Ja, merci, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, ich mit gutem Beispiel voran, halte mich hier sehr kurz. Ich habe durchaus Verständnis für den eingereichten Vorstoss. Ich sage euch jetzt so, wieso man ihn gleich ablehnen. Wir waren schon der Meinung, davon, die Gebühren, die man an Reithauer zugesprochen hat, das war falsch. Aber ihr müsst euch erinnern, wir haben dann einen Vorstoss eingereicht, dass man das günstigste Gas, die günstigste Energie nehmen soll. Das hat der ganz grosse Herd mehrheitlich wuchtig abgelehnt. Und es kann doch jetzt nicht sein, dass die Privaten, die Möglichkeiten nicht haben, dass sie vergünstigte Energiepreise haben, die Wirte, irgendwie privat neu mehr sein, die können ja auch nicht sagen, jetzt gerne, müsst ihr gerne etwas weniger zahlen. Ihr habt gesehen, die hohen Tarife, die wir teilweise haben beim Zeug, die haben keine Chance. Und die städtischen Kulturinstitutionen werden hier nachher bevorzugt. Und ihr habt selber, ihr hättet es in der Hand gehabt, wenn ihr dann unseren Antrag eingereicht habt, mit den günstigsten Energiepreisen zu nehmen. Aber das habt ihr eben nicht wollen. Ihr habt dann noch gesagt, statt dass wir da die Leute noch zusätzlich unterstützen, müssen wir eigentlich Der günstige Stoff nehmen, das wäre das, was etwas helfen würde. Aber sonst würde ja nur quersubventionieren, CWB und die anderen Energieträger, die nachher irgendwie ein super grünes Plus verkaufen können und dort schön Geld kassieren. Excusez, so einen Taschenspielertrick helfen wir nicht mit und müssen wir hier die Motion die wir konsequent ablehnen. Merci. Merci vielmals. Dann hat Paula Zisse das Wort für die SP-JUSO-Fraktion. Geschätzte Anwesende, ich glaube, das Wichtigste zu diesem Postulat ist schon gesagt worden von meinen VorrednerInnen von ALPDA und von der GBA-Fraktion und ich werde das hier nicht gross in die Länge ziehen. Für die SP-JUSO-Fraktion ist klar, hat die Stadt mit Kulturinstitutionen oder anderen gemeinnützigen Vereinen einen Leistungsvertrag abgeschlossen, muss ja sicherstellen, dass die Leistungen erbracht werden können. Die gestiegenen und immer noch steigenden Energiekosten sind nicht nur für private Haushalte, je nachdem eine erhebliche finanzielle Belastung, sondern können auch LeistungsvertragspartnerInnen massiv in Bedrängnis bringen. Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass das nicht dazu führt, dass die vertraglich vereinbarten Leistungen aufgrund einer finanziellen Schieflage nicht mehr erbracht werden können. Es ist die Aufgabe der Stadt, hier die Situation bei den verschiedenen Kulturinstitutionen und Vereinen abzuklären und eben je nachdem, wie das Postulat in Punkt 2 ja fordert, zusätzliche finanzielle Unterstützung zu bieten. Als SP-JUSO-Fraktion sind wir erfreut, dass der Gemeinderat die Notwendigkeit vor Unterstützung von subventionierten Kulturbetrieben und Vereinen ebenfalls sieht. Die gestiegenen Energiekosten dürfen nicht zu einem Leistungsabbau im Berner Kultur- und Vereinsleben führen. Darum werden wir dem Postulat natürlich zustimmen und danken euch, wenn ihr uns hier ebenfalls folgt. Merci Paula, dann hat Nick Eugster das Wort für die FDP und die Fraktion.
Ja, geschätzte noch Anwesende, wir haben es mit diesem Postulat ein bisschen schwer da bei unserer Fraktion, weil das Grundproblem, das sehen wir, obwohl sich die Situation etwas entspannt hat im Bereich der Energiekosten, haben wir in den letzten Jahren sehr klar gesehen, wie volatil die Ausgabenposten für einen Leistungsauftragspartner kann sein können, wie schwierig zu berechnen und wie herausfordernd, wenn eben mal die Kosten steigen. In der Begründung des Postulats wird zu Recht erwähnt, dass einzelne Partner gezwungen sind, entweder Leistungen abzubauen oder die Preise zu erhöhen. Wir sind aber schwer da mit dem Postulat, weil wir die Situation mit unseren Stadtfinanzen sehen und finden, dass nicht die Stadt einfach die Mehrkosten partout übernehmen kann. Wir müssen in Kauf nehmen, dass entweder eben Leistungen abgebaut werden oder eben Preise erhöht werden, wie man das ja zum Beispiel auch in der Privatwirtschaft machen muss, wenn eben Energiekosten zusätzlich dazukommen. Also wenn ein Partner wegen diesen Kosten aber in Schieflage geraten ist, dann müssen wir das aber anschauen, punktuell. Und dass da generell die Stadt unterstützt, da haben wir eher Bedenken, weil wenn die Energiepreise dann wieder gesenkt werden, dann werden ja auch nicht die Zahlungen einfach wieder reduziert. Das Postulat das fordert, dass mal geschaut wird, ob die Betriebe wegen der Kosten noch ihren Leistungsauftrag erfüllen können. Das würden wir unterstützen. Der Punkt 2, wo es aber um einen Zusatzkredit geht, haben wir aber um die meisten bei unserer Fraktion zu grosse Fragezeichen. Schlussendlich werden wir das Postulat darum eher ablehnen oder uns enthalten, was aber nicht bedeutet, dass wir die Situation nicht so weiter im Blick behalten, falls es wieder zum Anstieg von Energiekosten kommt. Merci. Merci, Nick. Gibt es Einzelvoten? Dann hat der Gemeinderat Alec von Graferie das Wort. Merci für das Postulat. Wir sind bereit, das entgegenzunehmen und das zu prüfen. Aufgrund der erhöhten Energiekosten, aufgrund der Leistungen, die eben allenfalls eine Kulturinstitution oder eine andere Institution nicht mehr überprüfen kann. Punkt 1 und Punkt 2. Und wenn sie wegen dem in Schieflage geraten, dann zu prüfen, ob man sie finanziell unterstützen kann. Zudem tun wir gerne einen Bericht erarbeiten und das gerne prüfen. Wir können nicht prüfen, ob die Kulturinstitutionen wegen der Sozialabgaben oder wir tun das nicht aufgrund von diesem Postulat prüfen, in Schieflage geraten. Wir können auch nicht die Vermietungspolitik von ISB aufgrund von diesem Postulat prüfen, aber sehr gerne schauen, dass mit ISB zusammen an, wenn es dort einen Klemmer drin hat. Aber das Postulat ist einfach sehr eng gefasst und wir werden das im Rahmen von den Fragen, die hier gestellt wurden, den Bericht erarbeiten. Merci. Merci, Alec. Wir stimmen ab über die erhebliche Erklärung vom Postulat. Ihr habt das Postulat erheblich erklärt mit 42 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Mit dem schließen wir die Sitzung. Herzlichen Dank und ganz einen schönen Abend.